Gut, jetzt müsste es laufen. Gut. Nicht Ludwig, los. ich habe ein Buch entdeckt. Johannes Jakob Sprenger, alte Wortschönheiten. Und je mehr man sich mit einem einzigen Wort beschäftigt, merkt man, welches Wunder nur ein einziges Wort ist. Da tut sich eine einzige Welt auf, nur aus einem einzigen Wort. Und je tiefer du reingehst, umso weiter fächert sich das auf. Das wird unbeschreiblich, unbeschreiblich. Und man hat eine Freude damit und man staunt und stolpert wirklich von einem Wunder ins nächste und denkt sich, das gibt's überhaupt nicht. Das ist ein einziges Wort und es schlägt einen Bogen von einem Thema zum nächsten, wo man sich denkt, kann das alles zusammenhängen? Nur aus diesem einen Wort? Aber ja, es ist so. Man Es braucht gibt eigentlich nur einen W-Ort, unser ja. W. Es gibt einen alles verbindenden Parameter und das bist du. Ja. Du ist natürlich nicht die Ritter, die du dir ausdenkst und du bist auch nicht der, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anhört, sondern du ist der Geist, der sich alles ausdenkt, was er träumt. Es ist hier immer vorneweg diese klassischen Sätze, ich erkläre es nur einem Geist, ich spreche jetzt zu einem Geist, ich spreche nicht zu Ohren, die mich hören, ich spreche nicht zu einem Gehirn, sondern zu Geist. Man muss wissen, was Geist ist und jetzt ist wirklich Endzeit. Ich sage, das wird sich jetzt zwei Möglichkeiten, das große Dilemma, aber zwei Möglichkeiten, die der Menschheit unbekannt sind. Wir können das Allah nennen, Allah. Was bedeuten diese Wörter? Ja, das ist Gott, die muslimische Vorstellung von Gott. Ich sage nicht, das erste Mal ist ein Wort, das besteht aus vier Buchstaben. A-L-L-A. Wenn ich jetzt da einen Strich reinziehe, dann habe ich in der Mitte zwei Lichter, L-L, und rechts und links habe ich ein A. Jetzt wissen wir aber, dieses Ala, wenn wir jetzt dort da das schöne Aleph setzen, Aleph Lamed, dass das eigentlich zweimal nichts bedeutet. Aber es sind zwei verschiedene Nichts. Rein in der hebräischen Sprache ist dieses All, wird auch oft zu, hinzu, hinzu. Ich sage einfach, das ist eine Implosion von allen ausgedachten, das Universum, das in eins gekehrte, implodiert in einen einzigen, unendlich, Betonung liegt auf unendlich kleinen Bund. In ein absolutes Nichts. Betonung liegt auf ab, mit UB geschrieben. In ein absolutes Nichts. Und das La ist genau die Spiegelung davon, dass dieses absolute Nichts explodiert, ausgedachterweise, in unendlich viele Einzelteile, die in unendlich vielen Raum, in einem unendlichen Raum verstreut sind. Allah. Dasselbe hast du dann in dem Wort Buddha. Ich muss nur das BU, in ihm ist alles verbunden, BU heißt auf Hebräisch in ihm. Ich tue mal einen Bildschirm übertragen. Das ist jetzt, wenn wir hier jetzt reinspringen. Diese kleine, da muss ich gar nicht viel wissen. Das ist eine Matrixstruktur, von der deine Welt nichts weiß und auch nie was wissen wird, wenn ich weiß, was Welt ist. Welt ist nur ein polarer Rand. Das ist unser All, das ist das klassische Wort, das heißt einmal Gott. Man beachte nochmal, wenn hier die Tora beginnt mit dem Anfang, er schuf Gott. Da steht nicht All, sondern Allhim. Das ist Gott, die Gottheit, die Macht, die Kraft und ganz wichtig, das ist nichts. Gott kann nicht existieren. Ein absolutes, ein ausgedachter Gott ist kein Gott. Es ist ein Geschöpf, ein Gedanke von jemandem, der sich diesen Gedanken denkt. Und da haben wir jetzt auch hin, nach, hin, hin, nebst, noch, bla, das sind diese ganzen Umschreibungen. Und dann natürlich noch auch noch ein Baum, ein Wandpfeiler. Da müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Diese Worte findest du in allen Wörterbüchern bei dieser hebräischen Rhotex. In der Regel meistens mit nichts oder hinzu, hinzu übersetzt. Und das ist jetzt das Spiel mit Rot-Blau lesen. Das ist praktisch hier der geistige Schöpfer und das geistige Licht. Geistig wohlgemerkt. Und blau gelesen ist es die Schöpfung von physikalischem Licht. Aber Licht, Schatten sind immer dieses Bärchen, das wir brauchen. Es gibt ohne dieses ausgedachte Licht keine Schatten.
und keine Schatten ohne Licht, aber dieses Licht hat noch nie einer gesehen. Wenn die Lichtgeschwindigkeit messen, die Physiker, die äffen alle nur noch, es sind geistlose Affen. Und jetzt spiegeln wir das Ganze, darum kann man das hier spiegeln. Und jetzt kriegst du nochmal das Verneinungswort. Ein Nichts, nein, nichts, kein. Das, was losgemacht wird, bedeutungslos, eine Bedeutung wird losgemacht. Los haben wir natürlich jetzt auch wieder, weil das Los führt dich zwangsläufig zu pur Wissen einer aufgespannten Berechnung. Das ist dann das Los. Das, was dir zufällt, ist in einem gewissen Maß dein Schicksal. Das ist BOR, aber da muss in dir dieses absolute Nichts, ich sage immer, der Geist, der schläft ohne zu träumen, muss in sich zerbersten, zerbrechen in unendlich viele Gedanken. Oder zumindest in einen Gedanken. Aber dann haben wir jetzt wieder ZR, wissen wir, das heißt zu Form werden, die Geburt einer Berechnung, Foucault, lassen wir draußen zuerst einmal. Ich erkläre das immer wieder, das wird jetzt dann was fest. Das ist Kiesel, ich bleibe mal nur Form geben, eine Form werden. Das ist dieses Zur. Und da haben wir jetzt dieses B im Ersten. Ich sagte immer, ich bin der Erste. Da ist dann die Geburt einer Berechnung im Ersten. Wer ist der Erste? Der Erste ist zuerst einmal der bewusst träumende Geist. Der steht vor allen Dingen, die er sich ausdenkt. Simpel und einfach und alles hundertprozentig sicher. Und diese unendliche Vielfalt des Wortes, dieses Allah, wir waren hier dieses Verneinungswoch, da haben wir jetzt ganz einfach, jetzt spiegeln wir hier, da kann man auch wieder, das geistige Licht ist der Schöpfer, wir haben nur der Schöpfer ist das Licht und das Licht ist der Schöpfer, eine Spiegelung, ausgedachte Lichtschatten sind die Schöpfung. Das ist eigentlich hier das Allah. Und jetzt wollen wir mal den Buddha uns anschauen, das ist BU. Diese kleine Radix ist der Buchstabe B und der Buchstabe U. Im Hebräischen heißt es in ihm. Inmitten verbunden. In der Mitte, weil die Vorsilbe B heißt, in ihm ist alles verbunden. Blau gelesen heißt es außen, ist eine Polarität, die aufgespannt wird. Das sind die Facetten. Und da gibt es natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten durch den Fokal. In ihm, aber ich schreibe das einmal, ist ein geöffneter Augenblick. An der Oberfläche geöffneter Augenblick und das ist deine Erkenntnis, dein Wissen. Das erkennst du. Du erkennst immer nur das, was hier und jetzt in dir aufgeht. Das ist Buddha. Jetzt haben wir den Allah, jetzt haben wir den Buddha. Das ist egal, in welcher Sprache du hast. Mit diesem System wird dir das lückenlos erklärt und zwar nicht irgendwie wischiwaschi, sondern sehr, sehr einfach und präzise. Darum hast du auch in dir ein Dogma. Ein Wissen, eine persönliche Meinung. Aber deine persönliche Meinung, die Persona kann sowieso nichts wissen. Das ist, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich mache mal so einen kleinen Sprung in der Sprache, wir springen hier mal rein, Fachidiot. Es ist ja das Verrückte, dass ich dir nie erkläre, dass irgendwas, was in dir auftaucht, nicht wichtig wäre oder nicht stimmen würde. Man nennt es auch Experten. Als Fachidiot wird ein Experte, da steht es schon, Ex heißt schon einmal herausgetreten, wenn wir das Wort wieder anschauen, es taucht irgendwas auf, irgendeiner, den du dir wohlgemerkt ausdenkst. Das gilt auch, wenn du an dich selbst denkst, wenn du jetzt irgendeinetwegen ein Physikprofessor bist. Dann machst du dich selber zu einem Experten, du denkst dich als einen Experten, das genau genommen Fachidioten sind. Das Wort Idiot, übrigens Idioter, wenn wir das jetzt uns anschauen, wirst du feststellen, Idiot hast einfach nur ein einfacher Mensch. Und zwar einfacher Mensch in Bezug auf ein Inosch, an das sterbliche Säugetier. Du denkst an das sterbliche Säugetier bei eigener Definition, wie ich sage, wie geistlos bist du Geist eigentlich, wenn du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst. Das heißt, wird ein Experte bezeichnet, der eine Problematik nur aus der Perspektive, ich habe es doch immer mit Perspektiven, seines Fachgebietes kennt, allein aus seiner Sichtweise erfassen kann, der Henkel ist rechts oder der Henkel ist links. Ist jetzt Impfen richtig oder ist Impfen verkehrt? Und nicht alle Möglichkeiten und Richtungen in Betracht zieht, die eigentlich in Frage kommen, um die Wohnung zu erkennen. Ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, eine Küche, ein Badezimmer, ein Klo, ein Speisezimmer? Was ist das für eine blöde Frage? Erkennst du die Geistlosigkeit dieser Frage und du wirst irgendwann einmal erkennen müssen, du Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdenkst. Dann bist du nämlich Geist. Dass all die Fachidioten,
egal ob das religiöse Spinner sind, ob das naturwissenschaftliche oder esoterische Spinner sind, geistlos irgendwas nachäffen, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. All diese Glauben sind rein programmiert. Das ist eine große Erkenntnis für dich, Geist, aber der macht dich allein. Das heißt, nicht alle Möglichkeiten und Richtungen in Betracht ziehen, die für eine vollständige Verständlichkeit und Erfassung des Gegenstandes, über den wir jetzt reden, nötig wären. Was ist eine Stadt? Ist eine Stadt ein Haus, eine Straße, eine Straßenlaterne, ein Auto? Ist eine Stadt Menschen? Das ist die Sache mit der Kollektion. Du hast noch nie deine Küche gesehen. Ich beweise dir das mit hundertprozentiger Sicherheit. Und du wirst jetzt zuerst einmal demütig akzeptieren müssen, dass die Figuren, die in dir träumenden Geist in Erscheinung treten, kein einziger, außer es taucht zufällig einer auf, der hinter dieser Person ein Geist steht. Er muss aber dann erkennen, dass du ich bist und ich bin du. Da gibt es nur einen Geist. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Ich wiederhole immer dieselben Sätze. Niemals eine Existenz, irgendetwas, was in dem Traum in Erscheinung tritt. Es kann eine von dir jetzt ausgedachte Ritter das nicht verstanden haben und ein ausgedachter Udo auch nicht verstanden haben. Das sind Gedanken. Und ich sage, was verstanden haben? Das, was ewig ist, was Geist ist, unsterblich, das bist du. Du bist jetzt von den drei Bröseln, die du dir ausdenkst, das wäre jetzt die Ritter, der Udo, die kleinen Pixelmännchen hier, irgendwo in der Ecke auf deinem Bildschirm, was ist das eigentlich? Schau doch einfach, was jetzt da ist. Das Verrückte bei Holophilien geht es nicht darum, irgendetwas zu glauben, das man nicht überprüfen kann. Ich verkneife mir das jetzt nicht, dass ich nochmal sage, wir haben zwei Arten von Wissen. Wir haben eine normative Wissenschaft, das ist die Welt deiner Experten, der Theologen, der Physiker, der Chemiker, geistlose Affen, die ich mir jetzt ausdenke, genau genommen einfach nur Gedanken, die jetzt von mir gedacht wurden. Was sind jetzt die Physiker der von dir ausgedachten Welt? Zuerst einmal ein Wort. Es ist ein Gedanke. Eine Menge von Affen, die ich mir jetzt denke. Was sind die Chemiker, was sind die Theologen, was ist die ganze Menschheit? Das ist jetzt nur ein Wort, die Menschheit. An was denkst du bei dem Wort Menschheit? Jetzt mach ein Bild, mach dir ein Bild, mach eine Vorstellung. 8 Milliarden sterbliche Säugetiere, die du Menschen nennst, die sich auf einer Erdkugel befinden, die sich um die Sonne rumdreht. Das zwingt dir dein derzeitig geistlos nachgeäffter Glaube auf. Punkt. Also gut, die normative Wissenschaft ist die allgemeine Beantwortung normativer Fragen. Normativ kommt von Norm. Von normal, von normiert. Normative Fragen sind nach dem, was sein soll. Das ist immer ein Problem, eine Frage nach einer Einseitigkeit. Kategorie 2 Frage, ist das richtig oder ist das verkehrt? Ist es gut oder ist es böse? Was ist jetzt besser, Sonnenschein oder Regen? Was ist das für eine doofe Frage? Ich sage immer, frag einen Bauern, der wird dich anschauen und sagen, ich brauche doch beides. Was ist jetzt besser? Geboren werden oder sterben? Ich sage mal, kommen oder gehen? Das eine gibt es nicht ohne das andere. Jeder neue Gedanke, der in dir auftaucht, zerstört den bestehenden Gedanken. Jedes neue Bild, platscht, das auf dem Monitor auftaucht, zerstört das bestehende Bild. Was, du glaubst mir nicht, du willst einen Beweis? Beweis genug? Beweis genug? Jetzt ist die Frage, was war zuerst? Ist das Bild vergangen und dann danach, zeitlich danach, das neue Bild gekommen? Vergiss es, es passiert im selben Moment. Es ist ein Umformen, das ist wie wenn ich jede Umformen, jede neue Form, in dem Moment, wo ich eine neue Form aufbaue, wird die bestehende Form im selben Moment zerstört. Also gut. Zack. Interessant, ne? Was ist da dazwischen? Das ist der Mittelpunkt, aus dem du nur die Seite austauschst. Zack, zack. Also es geht bei normativen Fragen um das, was sein soll. Und das ist immer das Anstreben eines einseitigen Ziels. Das heißt insbesondere, wie gehandelt werden soll und werde und Ziele angestrebt werden. Es werden immer Ziele angestrebt. Welche Ziele strebst du eigentlich an? Gesund, möglichst lange gesund zu bleiben, dann bist du nicht krank. Das ist alles Selbstentheiligung. Wenn du einmal weißt, wer du bist, stellen sich die Fragen nicht mehr.
Und es geht hier um normierte Fragen in der Ethik, in der Politik, aber dann geht schon wieder los. Was ist Ethik? Die Moral, können wir vielleicht dann nochmal anschauen. Die Politik ist rechtlich richtig oder links richtig? Das ist die Frage, wie ist Sonnenschein oder Regen besser? Oben oder unten besser? Hell oder dunkel besser? Warm oder kalt, was ist davon besser? Das ist das Problem der normativen Wissenschaft. Es wird eine Einseitigkeit intronisiert, eine Religion, eine politische Partei in einer vollkommenen Geistlosigkeit. Oder im Recht. Richtig, ist er schuldig oder ist er unschuldig? Hört ihr das vorhergehende Selbstgespräch an? Das ist die absolute Demonstration von Geistlosigkeit in den normativen Wissenschaften. Das ist das, was jetzt natürlich nur ausgedachterweise an deinen Hochschulen, deiner Welt, deiner ausgedachten Welt gelehrt wird. Und ich betone nochmal jetzt bewusst, das ist jetzt ausgedachte, angebliche 20. Jahrhundert, hat zur vollkommenen Entgeistigung des göttlichen Geistes geführt. Und jetzt haben wir diesbezüglich die positive Wissenschaft. Das ist Holofeeling. Das ist ganz easy und einfach eine positive oder deskriptive Wissenschaft, das wollen wir uns nicht anschauen, bedeutet ziemlich dasselbe, ist im Gegensatz zur normativen Wissenschaft eine Wissenschaft, die vollkommen unabhängig von irgendwelchen metaphysischen, religiösen oder naturwissenschaftlichen Vorgaben ist. Und auf der praktischen Ebene, und dann solltest du noch wissen, wir haben im Griechischen zwei Wörter, einmal die Theorie, die Thesen, das sind Sichtweisen, das sind wieder Standpunkte, die du einnimmst, und das Wort praktisch, die Praxis, heißt im Altgriechischen unter anderem auch hier die Wirklichkeit. Eine praktische Aufgabe bezieht, sie beschreibt, was ist und nicht, was irgendwie sein soll. Sie beschreibt einfach das, was jetzt ist. Ich sage, schau einfach, was jetzt da ist. Das, was du denkst. So, und jetzt mache ich Schnipp. Hast du die ganze Zeit an deinen Kopf gedacht oder an deine Beine gedacht? Du hast deine Stimme gehört und ich hoffe, du bist aufmerksam diesen Gedankengängen gefolgt mit deinem jetzigen Wortauslegungssystem. Da gibt es nichts zu diskutieren. Eine Diskussion, ein Diskurs, es ist ein Kampf um einen Standpunkt. Das ist der ganze vollkommen geistlose Hirnwichserei von Fachleuten, von Fachidioten. Das ist und was nicht sein soll, das ist, es geht um das, was ist und nicht um das, was sein soll oder was nicht sein soll. Es geht einfach um das, was jetzt ist. Und dann wirst du feststellen, wenn du selber zum Denken anfängst, und ich habe hier nochmal gesagt, dass der Max Weber, das heißt vom Bruder, und da ist dann interessant, da haben wir den Eber, den Ivri. Mhm. Das ist eigentlich aus dem Jenseits kommend. Diese Fachidioten, und da gehen wir mal weiter, einer Sache oder Thematik erforderlich wäre. Häufig tut sich der Fachidiot schwer, sich in andere hineinzuversetzen. Das hast du jetzt. Wenn ich hier zum Beispiel, ich mache jetzt einmal voll raumzeitlich normal, vielleicht Menschen, die du dir ausdenkst, die du nur aus Medien und Persien kennst, die du ein Leben lang irgendwie gut gefunden hast. Mir fällt jetzt einmal hier Günter Jauch ein. Da tauchen plötzlich Zeitungsartikel auf, ein voller Impfbefürworter und Äußerungen. Ungeimpfte sind daran schuld, dass ein ganzes Land in Haft gesteckt wird. Ich sage, hey, wie geht's doch irgendwie richtig? Die Ungeimpften machen doch überhaupt nichts. Die Politik steckt in Haft, die dogmatische Politik steckt das Volk in Haft, nicht die Ungeimpften. Ich hoffe, du kannst den Gedankengang mitgehen. Was sind das für unendlich geistlose Äußerungen? Das sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, so nenne ich das. Einfach zuhören. Die nervt auch langsam. Ne? Wie aus dem Nichts taucht sie, schleicht sie sich von hinten immer in uns hinein. Wo ist jetzt das Pixelmännchen hergekommen? Aus dem Internet? Aus uns? Das ist ein Spiel. Also nochmal. Das heißt hier, er ist ein Fachidiot, kann sich nicht in andere hineinversetzen. Ein Rechter will sich gar nicht in eine linke Sichtweise hineinversetzen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, dass das Ding keinen Henkel hat und es erklärt mir einer, das hat einen Henkel, dann sehe ich doch offensichtlich, dass es ein Spinner, ein Fantast ist, weil er sich ja was einbildet, was ich hundertprozentig sehe, dass das gar nicht existiert. Aber wenn ich jetzt behaupte, dass das Ding einen Henkel hat und ich sage, das hat keinen Henkel, dann werde ich dem vorwerfen, du bist doch vollkommen blind.
Du tickst doch nicht ganz richtig. Schau doch einfach mal, was jetzt da ist. Werde ich jetzt sagen, weil ich erwarte, dass er dasselbe sieht wie ich. Das werden aber Fachidioten niemals wissen. Sie sind eingesperrt in ein Fach. Und seine eingeschränkte Perspektive zu ergänzen und zu erweitern, er will sich gar nicht erweitern. Er will einfach ein sterbliches Säugetier bleiben und ich sage dir, das kriegst du von mir. Aber jetzt ist die Problematik, solange wir jetzt von Menschen reden, die wir uns ausdenken, die haben kein Problem damit. Mhm. Die sind nämlich schon wieder weg, wenn wir sie nicht mehr denken. Mhm. Das war die Geschichte hier im letzten Selbstgespräch mit Johannes und Nannis. Ich sage, ein tolles Lied, ein toller Text und die Pixelmännchen, wo wir gesehen haben, diese uniformierten jungen Christen, ganz unschuldige, Liebe ausstrahlende Mädchen und Jungen. Aber es waren Pixelmännchen, selbst wenn du die jetzt auf der VR-Brille hast. Die überleben nicht, weil alles, was existiert, Tiere überleben nicht. Genau. Sie sind wieder weg, wenn du sie nicht denkst. Das ist übrigens nicht herzlos, das ist eine allumfassende Liebe. Ich nehme sie wieder in die Einheit zurück. Und ich muss ganz kurz noch sagen, wenn man ältere Selbstgespräche sich anhört, es geht hier um ein arithmetisches Mittel. Da gibt es, ich bin ja ein voller Befürworter der Arithmetik, der Stochastik, gerade diese Formeln, auch der Quantenmechanik, beschreiben jedes Leben bis ins Detail. Dieses Leben, das aus einer Matrix entspringt, was es mit Sicherheit nicht ist, ist das, was diese Fachidioten dir erklären, was sie geistlos nachäffen und behaupten, was es bedeutet. Diese Auslegungen sind extrem fehlerhaft, aber durchaus auch ein bisschen richtig. So wie wenn ich jetzt eine Sache, Topf ist eine Küche. Ich kann natürlich auch sagen, ein Topf ist eine Stadt. Jetzt könntest du fragen, wieso? Ja, ganz einfach, weil der Topf eine winzige Facette aus der Kollektion Küche ist, die wiederum eine Facette ist aus einer Kollektion an der Wohnung, die wiederum eine Facette ist, meinetwegen eine Wohnung in einem Wohnblock, dieser Block oder das Haus ist wieder eine Facette aus einer Straße, die wiederum eine Facette einer Stadt ist. Ja. Also einer sagt, der behauptet, eine Stadt ist eine Küche, hat ein bisschen ein Topf oder ein Messer oder ein Herd, der hat ein bisschen Recht. Mhm. So viel zum Recht einer Politiker und einer Wissenschaftler und einer Theologen mit ihrer Vorstellung, was Gott ist. Und du merkst, wenn du mal den Gedankengang mit offenen Herzen mitgehst als Geist, und das ist die Grundvoraussetzung, ist das alles hundertprozentig sicher, was ich dir jetzt erzählt habe. Ja. Okay, weitere mögliche Betrachtungsweisen lehnen die infolge selektiver Wahrnehmung, und das ist reiner Egoismus und Narzissmus, ab. Und daraus folgt auch die Ignoranz eines Ignaz-Semmelweis-Reflexes. Mhm. Diese Ignaz-Semmelweis, auf den bin ich durchaus eingegangen, vor allem wenn du dir dann genauer anschaust, weil der Semmelweis, der kommt aus Budapest. Können wir ganz kurz einmal schauen. Da haben wir jetzt schon den Buddha. Den haben wir gerade im Moment haben wir drüber gesprochen. Glaub ja nicht, dass es Zufall ist. Du wirst irgendwann begreifen, ich bin UB. Ja. Und dieses rot geschriebene UB taucht jetzt in dir als der kleine Brüssel-Udo auf. Als Brüssel-Udo mache ich mich so klein, komm, wenn du ein Wissenschaftler bist, ich muss jetzt vorsichtig sein, komm zu dem Udo und ich zeige dir, dass ich zuerst einmal sage, ich kann nicht einmal Englisch. Ich mache mich überhaupt nicht gescheit. Aber ich stelle geistreiche Fragen und wisse, du wirst mit einem Wissen konfrontiert, das sich das Wissen deiner Menschheit und deiner Fachidioten um wirklich geistige Welten überzieht. Überragt. Und wir wollen uns einmal den Ignaz Semmelweis, da bin ich drauf eingegangen in der Medizintechnik. Wir müssen nochmal sagen, gerade jetzt hier, es geht auch nicht, das ist auch nur eine winzige Facette. Solltest du hier mal hinschauen. Da steht die 86 im Zentrum der 10. Und da haben wir schon wie UP. Die Name, Nomen ist Omen, raubt dir den Atem, wenn du einmal in die Matrix reinschaust. Und dann wird all die Probleme, die du zurzeit hast, die werden nur noch lächerlich sein. Und das hat mit dem Menschen Udo jetzt nichts zu tun. Ich betone, du bist der Erste. Du, der du jetzt den Traum träumst, den du zurzeit träumst. Und alles, was du erlebst, erlebst nur du. Niemals irgendein Gedanke. Egal, wen du dir jetzt ausdenkst, die vielen Menschen, die sich dieses Video anschauen, all diese Menschen bist du. Aber sobald du dich als ein Mensch siehst, hängst du in einem ganz kleinen, einseitigen Wertesystem, dann wirst du zum Fachidioten. Mhm. Das Fach, in das du dich einspielst, ist der Körper, das ist eigentlich dein Gefängnis, den du versuchst, möglichst lange am Leben zu halten. Es sind so unendlich viele Perspektiven und Sichtweisen, was hier wichtig ist. 13.8. 1.5er Struktur.
Diese Zahlen haben nichts mit Quantitäten zu tun, es sind Symbole in einer tieferen Ebene, die in der Matrix komplett anders entschlüsselt werden. Mhm. Ganzheitlich gesehen. Was ich hier nur sagen wollte, das ist nochmal, nachdem er dieses Kindbettfieber erkannt hat, dass sich hier die Elite der Medizin, die wir uns jetzt bewusst ausdenken, die jetzt nur diese Mediziner Gedanken sind, weltweit, die wir uns jetzt ausdenken, die Welt fast 20 Jahre massiv dagegen gewehrt hat, dieses neue Wissen anzunehmen. Und unter diesen Medizinern, die voll gegen diese Semmelweis-Thesen waren, wieso auch immer die dagegen waren, sind sehr, sehr viele Nobelpreisträger und Leute, die Sachen in die Welt gesetzt haben, die genauso wichtig sind, aber natürlich immer wieder nur ein bisschen. Darum ist auch hier, dass dieser Semmelweis, ich kenne jetzt die Wörter, die aufrechnen bis ins Detail, ist immer schon wieder 1818. Das sind die zwei Ichs. Das bin ich und er. Und ich sage, ich habe all diese Leben schon durchgelebt. Den Paracelsus-Leben, wir können jetzt da reinspringen, hier in den Paracelsus, wo kommt der Name eigentlich her? Dann können wir den Copernicus uns anschauen und dann wirst du plötzlich fehl in deiner Chronologie denken ohne Ende, wenn du mal die Zeiten vergleichst und bewusst chronologisch denkst. Mhm. Und wir können ja jede Kleinigkeit, wenn ich sage, wenn ich dir bloß aus einem Buch schon 400 Zeiten, aus einem Wort ein 400 Zeiten Buch mache, in einen streng arithmetischen Zusammenhang, und dann wirst du plötzlich merken, die kleinen Einträge, ich kann doch da nichts dran kritisieren. Bloß was machst du aus den Worten? Mhm. Und es ist in jeder Kleinigkeit das offizielle Wissen, du kannst immer zuerst einmal was positiv oder negativ lesen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir gehen nochmal in das offizielle. OFF, der Stoff, aus dem die Träume sind, ist das offizielle Wissen. Das sind kreisende zwei Facetten. Wenn wir uns, ich habe jetzt das Ob drin, weil du wirst feststellen, das Offer ist ein Bissen. Da wir wissen, dass das B auch ein W ist, in der hebräischen Vokalisation, das ist übrigens das Wort Bet, wird ja Bit geschrieben auf Hebräisch, gibt es eine Aussprache, das heißt Wet. Das ist Wissen. Und dieses Mund, im Hebräischen heißt B, das heißt hier. Das ist das BH. Will ich jetzt kein, das gibt es tausende Sachen. Wir bleiben mal hier. Das Offere, Offundere, verbreiten, umgeben, sich ausbreiten, hingießen. Wir schauen jetzt bloß einmal, dieses Wissen ist ein Wissen, da fahren wir runter, da wird was Wissen, vollgestopfte Klumpen, da stecken die Lumpen schon mit drin. Ist einfach die Menschheit, diese Physiker, die Experten sind, das ist einmal eine formlose Masse. Von unzeitigen Geburten. Jetzt wird es hier, jetzt kriegst du Finsternis, Offendix, Offendo, jetzt wird aus etwas anstoßen, anschlagen, verstoßen, füllen, einen Fehler machen. Es fehlt etwas, ein Fehler ist nicht falsch. Ein Fehler ist, dass etwas fehlt zum Heiligen Ganzen. Was fällt eigentlich, wenn einer behauptet, der Küche ist ein Topf? Da fällen doch einige Sachen, dass ich das dann Küche nennen kann. Stimmt oder stimmt? Jetzt gehen wir, jetzt kommt dann Aufwand sein, Unglück. Wir fahren nochmal runter. Ausstoßen, Anstoßen, Entschuldigung, Unbequemlichkeit, Verstoß, Ärger. Denk immer an das Offizielle. Mhm. Offensio, Unbässlichkeit, Ungunst, Ungnade. Offenso, anstoßen, jetzt fahren wir Offero, ich offeriere dir etwas, entgegentragen, bringen, darstellen, Generation, Generationen hinstellen, etwas zeigen, entgegentreten, begegnen, sich zeigen. Jetzt kommt der Opferdarbringer, Opferstätte, denk an den Schöpfer, in dem Wort Schöpfer steckt das Wort Opfer schon mit drin. Jetzt kommt Officinia, die Werkstatt, die Werkstätte. Im Bilde ein Zuchtort. Was war zuerst da? Das H. Narr. Das ist jetzt übrigens ganz interessant. Dieser Narr ist ein unbewusster Nickel. Die Existenz von etwas erwecken. Das ist NER. Jetzt kriegst du einen Buben, einen jungen Mann, einen Knaben und einen Knecht. Aber was er macht, ist letztendlich ein Brillen eines dummen Esels, der sich gescheit vorkommt. Das sind ganz tiefe Sachen. Da haben wir jetzt die Lüge, das G-Flügel. Da ist die Lüge schon mit drin.
Wenn du meinst, Eier wurden in der Vergangenheit gelegt. Das Brüten ist ein ganz neues Wort. Es schwebte der Geist Gottes über den Wassern. Das ist eigentlich dieses Wort Schweben. Schindwaff. Schwa heißt nichts, ist eben. Schweben. Wirklich steht da, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Dieses hebräische Wort, will ich jetzt nicht drauf eingehen, heißt eigentlich, dass ein Huhn sich auf die Eier drauflegt, über den Eiern schwebt, ohne die Eier zu zerdrücken. Mhm. Eigentlich warm hält. Dann haben wir hier den Meister eines Handwerks. Das sind Fachidioten. Der Meister von einem Handwerk. Ein super Physiker, ein super Chemiker, ein super Gynäologe, ein super Frauenarzt. Egal was, ist ein Fachidiot. Officio, da kommt das Offizielle her, das heißt im Weg reden, etwas versperren, verbauen, das offizielle Wissen verbaut dir die Sicht auf die geistreiche Sicht. Das offizielle Wissen, die katholische Kirche ist ja, der Papst ist angeblich der offizielle Stellvertreter Gottes auf Erden. Mhm. Ist ein Haubentaucher, Honk. Eine Falle. Okay? Insbesondere physisch, politisch und geistig einer Sache in Weg treten, hinderlich sein. Egal welchen Glauben, welcher Politik, welchen du anhängst, du bist in dieser Einseitigkeit, wenn du ein Fachidiot bist, dir selbst hinderlich, das heilige Ganze, das heißt, dich selbst zu verstehen. Mhm. Gefällig, und jetzt kommen wir in den Dienst. Dienstfertig sein. Das Offizielle, die Dienstfertigkeit, voller Diensteifer. Das sind jetzt die Menschen, die du dir ausdenkst. Die einen wie die anderen, egal was. Das sind jetzt Diener. Du bist ein Sklave, wenn du ein Diener bist. Du bist ein Gott als Gotteskind, als Adam. Und nicht irgendein Diener von irgendwelchen Idioten. Offizium heißt in moralische Obliegenheit, Pflicht, Moral. Moser, da kommen wir gleich nochmal mit drauf. Verpflichtung, Verbindlichkeit, in Schuldigkeit, in der Schuld stehen, Schuldigkeit. Der Dienst, das Pflichtgefühl, die Pflichttreue. So, und jetzt nehmen irgendwelche Politiker in irgendeiner Partei. Mhm. Wen sind die gegenüber verpflichtet? Ihrer Partei oder ihren Wählern? Meinst du, dass irgendeiner sich um die Wähler schert? Das ist Selbstlüge, wenn du dir das einredest. Das ist wie, wenn du irgendwie Geld spendest, dass du meinst, du könntest damit irgendeinen Gedanken von dir helfen. Da taucht irgendwas in dir auf und du hast ein schlechtes Gefühl. Da ist ein Reizauslöser und du fühlst dich unwohl. Und das zwingt dich eventuell aus Mitleid zu spenden. Das ist die Ursache. Du willst dich besser fühlen. Du fühlst dich besser, wenn du was spendest. Das hat mit dem eigentlichen Helfen wollen in einer höheren Ebene überhaupt nichts zu tun. Inwieweit kannst du Gedanken, die du dir denkst, egal an was du jetzt denkst, inwieweit kannst du einen Gedanken von dir helfen? Setze, egal welche Information, gleichgültig, ob das eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder ob es jetzt nur ein Gedanke ist. Denk jetzt an hungernde Nigerkinder, wo waren die ganze Zeit? Die haben nicht existiert. Das ist hundertprozentig sicher. Du musst nur begreifen, dass du jetzt der träumende Geist bist. Oder dann der Computer, je nachdem jetzt diese verschiedenen Metaphern. Du hast eine pflichtgemäße Handlungsweise. Macht es nicht jeder Soldat, der in den Krieg zieht? Jeder Polizist, der jetzt auf Unschuldige eventuell einprügelt, weil die demonstrieren? Mhm. Macht es nicht jeder Journalist? Wen ist er eigentlich Pflicht gegenüber pflichtmäßig entsteht in Verantwortung? Von dem, der ihm seinen Gehaltscheck überweist. Man müsste sich jetzt fragen, bei dem ganzen Schwulz, das über offizielle Medien über die Menschheit ausgeschüttet wird, die wir uns jetzt ausdenken. Gibt es denn da keine Journalisten, die irgendwann einmal selber denken, es ist dieses mainstreamige Gesetz von Corona und nochmal Corona und nochmal Corona. Ja. Und jeder, der irgendwas anderes sagt, ist ein Lügner. Und ich sage jetzt ganz definitiv, die andere Seite behaupten, sind genauso unvollkommen und genauso einseitig. Mhm. Die geben bloß eine andere Meinung noch. Wie wäre es einmal mit selber denken? Wir schauen uns das dann gleich nochmal an. Die Dienstbeflissenheit. Das ist jetzt der Ehrdienst, aber was ganz interessant wird, schauen wir, was da jetzt passiert. Im obszönen Sinn ist der Dienst ein Beischlaf. Ja. Beischlaf nennt man die Hurerei. Mhm. Die machen deswegen Geld. Ja. Die schlafen mit den anderen in einem und denselben Traum wegen Geld. Ja. Das sind die Fehler in dem Führerscheinprüfungsbogen. Ich sage, deine jetzige Traumwelt ist eine Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt.
Genau. Schau mal, was da unten kommt. Affirmo. Off. Siehst du? Sich in seinem Sinne willen wollen, befestigen, sich fest einschließen, sich fest entschlossen sein, seinen Kopf aufsetzen, darauf bestehen. Ohne diesen Kopf, den ich mir jetzt denke, gibt es mich ja nicht. Wenn er nur sowas äußert, eine vollkommene Demonstration von geistlos nachgeäfftem Wissen. Er sollte eigentlich wissen als bewusster Geist, dass er auch dann Informationen anschauen kann, wenn er nicht an seinen Kopf denkt. Also können die Informationen, die du zu sehen bekommst, sich in einem Kopf befinden, der gar nicht existiert, wenn du ihn nicht denkst. Das ist der blaue Kopf. Ich rede immer von einem roten Kopf. Das macht man mit Ochsen. Die kriegen einen Nasenring. Dumme Ochsen. Oder irgendwelche Junge, die meinen, die wären hübscher, wenn sie sich einen Ring durch die Nase schießen lassen. Weil irgendwie, wenn sie dazugehören mit ihren Tattoos und die Piercings. Fragen? Ja. Fragen? Was hat man dir erzählt, was soll das bedeuten? Aber jetzt wird das Ganze finster. Das kann man natürlich, jetzt haben wir verschiedene Worte für das Verdunkeln. Wir haben nämlich auch das Obskure in der Kammer Obscura. Genau. Ja. Das ist die ausgedachte Dunkelheit, die im Gegensatz steht zur Helligkeit. OFF. Ein Kreisen, hell-dunkel, hell-dunkel, hell-dunkel von zwei Facetten. Obscura ist was ganz was anderes. Das Obskure. Das führe ich jetzt zu dem Ob. Das ist übrigens hier. Das ist eigentlich die Grundform. Das ist der Augenblick auf zwei Seiten. Und das ist jetzt im Raume zur Angabe eine Richtung in Verben. Schau das Wort Verb. V. Wir wissen, das ist bistabil. Erweckt ist eine polare Existenz. Die bistabil. Dieses V auf der Spitze kippt nach rechts, sondern nach links. Wenn ich ein V jetzt einmal symbolisch hinstelle, dann ist es entweder hell oder es ist dunkel, es ist gesund oder krank. Ich sehe immer nur eine Seite. Ja. In der Kamera Obscura passiert dasselbe. Ich schaue immer nur, ich sage beim Bild ist diapositiv an, weil das negativ will ich ja nicht sehen. Und das ist eine polare Existenz. Der generierten DR, die geöffnet an einer Berechnung, ist eine Bewegung. Und zwar jetzt gegen hinzu. Das ist zum Beispiel so ein kleiner Satz, wenn wir das jetzt hier Maschinen übersetzen. Ich will dir das ganz kurz einmal zeigen. Maschinenübersetzung. Feuer wegen des Mundes macht nicht viel Sinn. Ignis ist das Feuer. Aber qui est ob os Maschinen übersetzt. Das liegt am Morgen. Großes Problem, eine einseitige Auslegung eines Wortes. Wir schauen uns mal das os im Lateinischen extra an. Da haben wir gleich jetzt übrigens das Sophosus. Offundere heißt verbreiten, umgeben, sich ausbreiten, hingießen. Ich sage, ausfließen lassen aus dir, was du dir ausdenkst, verbreitest du Berei im Spiegel, im Kopf des Schöpfergottes. Um dich herum, je nachdem, wo du hinschaust, das sind diese Perspektiven, dieses Ausberei aus dem Spiegel herausbreiten. Das ist der Spiegeltunnel. Ja. Hier nochmal, das ist es Offusus. Aber jetzt schauen wir uns den Osser mal genauer an. Und jetzt wirst du feststellen, das ist zwar, der Knochen ist in Ordnung, aber das heißt auch Gerippe, Gebein, GE-Quadrat ist im Ein, im Nicht-Existieren. Die Gehirnberechnung ist eine polare Augenblick. Ein mit 70 geschrieben. Dann haben wir den Mund. Mund. Die Öffnung und das Gesicht. Gesicht, die geistige Sicht. Die muss sich eröffnen. Panim Penim. Das Gesicht ist in deinem Inneren. Was ist der Mund und das Maul? Das führt uns zu P, BH. Das hebräische Wort für Mund. Dasselbe Wort hast du aber auch hier. Und da beginnen jetzt B2 zu füllen, in dem Moment, wo du den Mund aufmachst. Ein Mund, zack, das ist das Aleph. Das ist der hier. Das ist dieses Zeichen Aleph. Das vor allem steht. Und das wollen wir jetzt größer machen, haben wir schon die Spiegelung. Der Mund mit an oben und an unten, mit an die spiegelnden Hälfte vorm Spiegel, hinterm Spiegel. Genau. Ja. Das ist Arithmetik, ein Programm der absoluten Eins. Ein S.
Ich kann ja einer so schreiben, ein Nichts, nicht existierend. Ei, nichts. Und ich kann das natürlich mit dem zweiten Vokal schreiben. Und jetzt kriege ich den Augenblick. Das Hinsehen, das Hinschauen, das Auge und die Quelle. Aber das führt uns wieder zu Quä. Mhm. Und dann gehe ich ins Lateinische und dann kriegen wir das Quä. Und ja, jetzt kommst du schon in das chronologische Denken. Im folgenden Wort angehängt. Ich sage jetzt einmal einfach, wir schreiben in hell, dunkel. Nach hell kommt dunkel, die zur anderen an das Vorhergehende. Es gibt kein Vorhergehendes. Wenn Berg, wenn Dahl, ich erkläre es immer wieder, kann nur gleichzeitig da sein, von der Nulllinie aus gesehen. Die Worte sind Physik. Das Ganze kann man dann auch Sinus nennen. Das ist das Wort und da hast du dasselbe. Wenn das Gegenteil ist, etwa vorhergegangen, das hier. Jetzt sind wir die 86 zwischen der 1 und der 9. Was heißt das? In der Mitte ist die 86, das ist UP. Mhm. Vorne ist der eine, das ist UP, die 186, KUB, KUB. Und da sind die Spiegelungen. Ja. Mhm. Ich sage Denker und Ausgedachtes. Setze mal für den einen Intellekt, den du zum Denken benutzt, erzeugst du unheimlich viele Spiegelungen. Mhm. Es ist das Spiel, das sich in dir selber aufbaut. Und jetzt, wenn ich das gerade anhabe, zeige ich dir mal, das Spiel machen wir jetzt einmal ganz, ganz interessanterweise. Ich will mal gerade nochmal auf Corona eingehen. So, die machen wir doch mal gleich weg. Wir schauen uns das einmal an. Das sind die Corona-Zahlen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. 18. Januar ist heute, 18.01. Ich bin der Erste. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Aber ich behaupte, dass ich du bin. Es sieht folgendermaßen aus, Corona aktuell. Wohlgemerkt, von offizieller Seite ausgegeben. Weißenburg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat 95.117 Einwohner aktuell. 31.12.2020 angegebene Anzahl vom Landratsamt. Davon sind seit April 2020 10.448 Menschen positiv Corona getestet worden. Wir können uns das da unten dann übrigens anschauen. Mhm. Wenn du da durchfährst, begonnen hat das Ganze hier 13. März. Das ist aufaddiert, wohlgemerkt. Hier die Meldezahlen. Siehst du das? Ja. Jetzt zusammen aufaddiert, diese Kurve aufaddiert. Springe mir hier rein, sind insgesamt in diesen zwei Jahren von 10.448 infiziert, das ist ungefähr 11% der Bevölkerung. Was jetzt interessant ist, wir gehen jetzt einmal rein gedanklich vor diesem Corona-Dilemma, das ich dir als Fehler in einen Führerscheinprüfungsbogen einspiele, zurzeit in deinem Traum. Das heißt, dass innerhalb von zwei Jahren, und jetzt wichtig, Infektion heißt nicht, dass da irgendeiner krank war, sondern das sind die, die getestet, positiv getestet wurden mit PCR, glaube ich. Müssen wir jetzt genau nachschauen. Das sind gemeldete Covid-Infektionen, heißt nur, dass welche auf positiv einen Test gehabt haben. Jetzt machen wir mal das ganze Corona weg und wir setzen für Covid-Grippe. Und ich denke mir jetzt, mein Landkreis Weißenburg mit 100.000 Einwohnern, rund 100.000 Einwohnern, die letzten zwei Jahren, ich in meiner kleinen Welt, die ich mir denke, du kannst mir jetzt gern widersprechen, ich wüsste eigentlich fast keinen, der nicht mindestens einmal im Jahr Grippe oder was hat. Es ist auf zwei Jahren bezogen. Ist eigentlich lächerlich, wenn ich sage, von 100.000 Menschen innerhalb von zwei Jahren haben wir 10.000 Grippe gehabt. Ich behaupte, dass von 100.000 Menschen jedes Jahr gut die Hälfte, 50.000, zumindest eine leichte Grippe oder irgendwas haben. Fast jeder Mensch, denke ich mir jetzt in meiner Welt, dass der über die Weihnachten, über die Wintertage, zumindest einmal, wenn er einen Schnupfen oder was leicht hat. Stimmt oder stimmt? Seid ihr noch dran? Ja, ja. Gut.
Also ist diese Zahl 10.000 auf 100.000 in Bezug auf 2 Jahren, die Grippeanzeichen haben, die haben ja nicht einmal irgendwelche Anzeichen, die große Masse. Es ist nur, dass die getestet wurden. Ja. Ich sage bei vielen, sagen, wenn ich jetzt nicht testen lassen würde, ich wüsste es gar nicht. Ich kenne jetzt als Udo in meiner kleinen Welt ungefähr 5 oder 6 Mann. Die sind Corona-positiv gewesen und die hatten bis auf die Helga, da habe ich ein eigenes Selbstgespräch drüber gemacht, weil die ja noch nie, nach ihren Angaben, noch nie eine Grippe hatte. Eigentlich, die sagen alle dasselbe, wenn ich jetzt nichts wüsste von Corona, ich hätte mich nicht einmal krank gemeldet. Genau. Es war Grippe, ein Schnupfen. Dauert eine Woche und dann ist er wieder weg. Okay, und wir gehen nochmal weiter. Also wenn ich das jetzt so sehe, ist das eigentlich schon lächerlich. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Also was lese ich da eigentlich? Was höre ich laufen, wenn ich im Fernseher einschalte? Jetzt muss ich Cut machen, was ist jetzt da? Ja. Also wohlgemerkt, der Schlüssel ist nicht, dass dich einer anlügt. Es ist eine Führerscheinprüfungsbogen Traumwelt, wo du Fehler zu erkennen hast. Ja. Wo du gebetsmannhaft von Pixelmännchen oder von Lautsprechern oder von Worten, die in Erscheinung reden, du erlebst doch nur die Auslegung dieser Worte. Du erlebst doch nur deine ganz subjektive, persönliche Auslegung. Diese Worte bauen in dir Vorstellungen in einer Welt da außen auf, weil du nicht ums Verrecken holen das zweite Gebot halten willst. Aber jetzt schauen wir mal weiter. In Weißenburg sind jetzt insgesamt die letzten 2 Jahre 156 Menschen mit und an Corona gestorben. Stand 18.01.2002. Es sind 156 Menschen an mit, wohlgemerkt, die bei ihrem Tod positiv getestet waren. Das gilt prinzipiell für alle. Für jeden Autounfall, für jeden Herzinfarkt, wenn er positiv getestet wurde, auch wenn dieses Testergebnis überhaupt nichts mit der Todesursache zu tun hatte. Und ich kann dir jetzt aus verlässlicher Quelle, was ich auch meine, Weißenburg hat 2 Krankenhäuser, Weißenburg-Gunzenhausen. Das gehört zusammen, Großklinikum Weißenburg-Gunzenhausen. Ich kann dir gleich sagen, im Weißenburger Krankenhaus ist nicht ein aller einziger an Corona gestorben. Und in Gunzenhausen wird es ähnlich sein. Nicht einer. Zurzeit aktueller Stand 18.01. Keiner intensivmedizinisch, keiner. Ich kann immer wieder sagen, das Weißenburger Krankenhaus ist leer. Meine Frau wird jetzt wahrscheinlich entlassen, weil sie sich nicht impfen lässt. Sie ist heuer ein paar Mal da gewesen, voriges Jahr mehrere Male in Zwangsurlaub geschickt worden, während der großen Pandemie, wo angeblich überall in den Nachrichten berichtet wurde, dass die gar nicht mehr nachkommen mit lauter Arbeit. Mhm. Hatten die keine Arbeit. Normal halt. Die Arbeit war nicht, dass keine Arbeit gewesen wäre. Die konnten den Regelbetrieb nicht aufnehmen. Ich werde dir erklären, was der Regelbetrieb ist. Mhm. Das gilt jetzt übrigens, je nachdem, was du dir halt ausdenkst, für dich wird es so sein, wie du glaubst, dass es ist. Du verwirklichst nämlich deine Welt da außen. Der Regelbetrieb ist, dass das, was Ärzte anordnen, wenn operiert wird, die dürfen nur noch operieren, wenn das medizinisch dringend notwendig war. Darum war das Krankenhaus leer. Mhm. Im Regelbetrieb ist normalerweise die Operationssäle 2 bis 3 Monate im Voraus ausgebucht. Offensichtlich sind die Operationen nicht nötig. Ja. So, jetzt pass auf, jetzt kommt man in Weißenburg wohnt ja der Meister Udo. Machen wir doch das Spiel einmal München-Hamburg aktuell. Das sind jetzt keine 100.000, sondern 1,5 Millionen Einwohner. Und du wirst jetzt feststellen, das Prinzip bleibt sich gleich. Genau. Das ist ja jetzt das 15-fache. Das Prinzip, die Zahlen sind dieselben. Geh mal davon aus, auf 1,5 Millionen Einwohner. Tod ist wohlgemerkt, die sind nur, wenn einer stirbt und während da ja seit 2 Jahren jeder, also seit 2 Jahren nicht, aber jetzt im letzten Jahr, das vorige Jahr, die ersten Todesfälle angeblich, die wir uns jetzt ausdenken. Und ich sage schon wieder, Cut, es war in der Vergangenheit nie was. Genau. Es ist ein hundertprozentig sicheres Faktum, wenn ich weiß, was ein Faktum ist, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, dass wir uns jetzt ein 2020 denken. Ja. Und alles, was ich jetzt, denke, was 2020, ja, habe ich aus das Internet, aus der Zeitung heraus. Ich öffne nach, ich baue eine Vorstellung aus, auf, lebe ich noch in dem Wahn, dass ich glaube, dass das, was ich jetzt denke, in der Vergangenheit war, bevor ich es gedacht habe. Mhm. Du musst es immer wieder wiederholen, wenn du Geist bist. Ja. Und ich betone, ich rede nur mit Geist. Ich rede nicht mit einem Gedanken, den ich denke. Ich rede jetzt nicht mit dem Affen, den ich mir jetzt denke, der
Ich denke mir jetzt einen Affen, der vor einem Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Den erzähle ich das nicht. Ja. Ich erzähle dem, der sich das alles ausdenkt, sich selbst, seinen Computer, dieses Video und aufgrund dieser Worte jetzt eventuell eine Ritter, eine Helene, einen Udo, volle Krankenhäuser, egal was du denkst. Es existiert hundertprozentig, existere heraustreten aus dir selber. Du bist ein träumender Geist. Mhm. Aber es tritt aus dem absoluten Mittelpunkt als Information, taucht es in dir auf. Und du wirst es nie an der Figur in deinem Traum, wenn sich dagegen auf der Bröselebene, wie ich immer sage, einer wehrt. Lass es einfach. Es ist ja kein Videospiel. Das sind von 1 in 2 Jahren, dasselbe Spiel können wir runterfahren, sind von den ganzen Todesfällen von 1,5 Millionen sind 1660. Während sie gestorben sind, definitiv waren die mit diesem Test, der nichts aussagend ist. Positiv, aber nicht, dass die dran gestorben sind. Aktuelle Zahlen, auch hier gilt, Intensivmedizin behandle Covid-19-Patienten, auch hier gilt, was behandelt wird, ist definitiv nicht, dass das unbedingt Covid ist. Es kann auch sein, dass die irgendwas anderes haben. Mhm. Ist lächerlich. Es ist vollkommen lächerlich. Wo ist jetzt hier eine Pandemie in Hamburg? Du wirst merken, du landest immer ungefähr bei den, das sind jetzt 2 Millionen Einwohner, es ist immer ungefähr dasselbe Verhältnis in allen Städten. Ja. Stimmt oder stimmt? Mhm. Also wenn du dich über was aufregst, jetzt gehen wir mal dahin rein. Aktuelle Zahlen Covid-19, gemeldete Fälle in Deutschland. Mhm. Die gibt es natürlich erst, die gibt es natürlich erst seit 2020. 17.01. Jetzt schau, wohlgemerkt, Covid-Fälle, die gemeldet werden, da geht es einzig und allein hier positiv. Das nicht, ob die krank sind oder nicht krank sind. Genau. Das ist gar nicht so das Entscheidende. Aber jetzt pass auf, dort bestand positiv getestet, negativ getestet. Es geht hier um die Tests. Mhm. Schau dir die Zahlen hier an. Mhm. Es geht nicht, ob da irgendwas ist. Es wird nicht erhoben, ob die groß krank sind oder nicht krank sind. Viel interessanter ist die Kurve jetzt. Laborabhängige Meldungen der letzten 10 Grippesaisons. Anfang bei 2012, 2013. Die laborabhängig jetzt wirklich Grippe, im Prinzip dasselbe. Schau mal, schau dir die Zahlen an. Das ist die 100.000er-Grenze. 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2020. Seit 2020 gibt es keine Grippe mehr. Das, was früher Grippe war, was vollkommen normal war, ist jetzt Covid. So, was sollst du das jetzt sagen? Alles mal ausgedacht. Was soll uns das jetzt sagen? Wer ist schuld? Ich. Das ist doch mal der, der sich denkt. Jetzt haben wir aber die Sache zwei Seiten. Genau. Du bist schuld, obwohl du nicht schuld bist. Du musst bloß wissen, dass du ein träumender Geist bist. Ja. Das ist jetzt diese berühmte Endzeit. Das heißt, du musst jetzt wirklich entscheiden, wen du mehr vertraust. Da könnte ich jetzt dieses kleine Liedchen laufen lassen. Das muss ich jetzt ganz kurz hier reinstellen. Ist das irgendwo? Ganz unverirrt und zwei auf der Felsen. Und plötzlich willst du kommen. Ich will jetzt dich übrigens nicht manipulieren. Ich sage dir gleich von vornherein. Jetzt können wir wieder sagen, das ist ja bloß religiöses Geschwätz. Der eine bleibt draußen vor. DR ist die Generation eines Außens, Doppel-S ist gleich B, ist die, die beschwören, die weiterhin geistlos das beschwören, was sie nicht einmal überprüfen könnte, wenn sie wollten. Mhm. Kannst du beschwören, dass da außen voll die Krankenhäuser sind? Kannst du beschwören, dass so und so viele an Corona gestorben sind, nur weil du das irgendwo gelesen hast? Und jetzt kommt dieser schöne Satz von mir, beweis es mir. Und ich sage jetzt nochmal, solange du weiterhin Meineide schwörst, du darfst dir alles denken, aber sobald du was beschwörst, obwohl du das nur vom Hörensagen kennst und das gar nicht überprüft hast, wer hat eigentlich überprüft, ob die Zahlen stimmen? Ich sage immer, wer hat eigentlich die Arbeitslosen? Wer zählt es eigentlich?
Und du wirst keinen einzigen Menschen jetzt normal auf der Brüsselebene finden, der das zählt, sondern du findest Leute, die einfach zu einem Computer eingeben und irgendwelche, wo du sagst, ja, und der Computer addiert es dann ja auf. Ja, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber du erwartest, dass irgendwelche Gedanken, die du dir denkst, anders sind oder sein könnten, wie du sie dir denkst. Es kann ein Gedanke, den du dir denkst, nicht anders sein, wie er von dir gedacht wird. Ja. Es kann ein Mensch, Trockennasenaffe, den du dir jetzt ausdenkst, nicht anders sein, wie du denkst, dass er ist. Du doch bestimmst, ob es ein Guter oder ein Böse ist. Du bestimmst doch, dass der Einstein die Relativitätstheorie entdeckt hat oder was auch immer. Oder dass der Sokrates dieses oder jenes gesagt hat und dass der Hitler böse war. Und wenn du andere Logik hast, dann war der Hitler Guter. Jeden Gedanken, den du denkst, der entsteht hier und jetzt in deinem Kopf und der wird so sein, wie er von dir gedacht wird. Was ist die Ursache? Suchst du dir das raus? Das ist Holofeeling. Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Und jetzt wird dieses religiöse Geschwätz, kriegt eine vollkommen neue Folge. Das heißt, die Tür ist eine Reihe, das ist die Tora. Eine Reihe von Zeichen, das ist ein Spiegeltunnel, wo alle Facetten bei drei Achsendrehungen in der Mitte sind, ohne drauf einzugehen. Entweder bleibst du außen in deiner ausgedachten Welt, das heißt, du befindest dich als Avandon in einer Traumwelt und hast komplett vergessen, dass du das Gefäß bist, eigentlich der Geist bist, der das erschafft, indem sich das selbst abspielt in Form von ständig wechselnden Informationen. Ganz unverhofft, so wie ein Dieb in der Nacht. Was mache ich mal aus dem Wort Nacht? Der eine wird lachen, ja. Der wird lebendig, vier Seiten. Ist das Lachen was Positives und das Weinen was Negatives? Wenn ich jetzt was Lachen bedeutet, das ist übrigens die schöne Melodie, die du im Hintergrund hörst, ey Chat, Lach ist die Lebensfrische. Frische, genau. Und wenn du zum Lachen anfängst, ich sage, deine jetzige Traumwelt ist ein göttlicher Witz und du hast die Birne noch nicht verstanden. So ist. Du hast verlernt, auch über das Traurige zu lachen. Der Humor, ein ganz tolles Wort, trägt dich über alle Abgründe hinweg und lehrt dich mit dem Leid spielen. Das ist L-Chat-N. Schau mal, was das bedeutet. Das ist die Melodie. Ja. Das Komponieren und das Vertonen, das geistreiche Komponieren und Vertonen. Du Geist, du kannst immer nur heute reif werden. Facetten, das doppelt aufgespannte wieder zusammenfügen. Um ein bewusster Gimmel, das ist der dritte Buchstabe, der Geist Gottes und ein gestaltgewordenes Licht. Dieses ML heißt übrigens gegenüberliegend und beschnitten. Gegenüberliegend und beschnitten. Du, deine Gedankenwellen mit einem ausgedachten Nullpunkt, die du auseinanderschneidest, weil du immer bloß eine Seite anschaust. Das bedeutet, Gimmel bedeutet nämlich reif werden, entwöhnen und vollenden, vergelten. Interessant, dass dieses GML ist die Einstein-Formel. Dich selbst immer nur über dich drüber, dich selbst herum, UM ist aufgespannte Extens, auch bewusst selbst herzhaft lachen können. Du musst dazu auch meinen göttlichen Humor verstehen. LZN heißt die Liebe zur Gnade, weil dieses L als Vorsilbe heißt zu hin, hinzu, an, auf, hinzu. Denk wieder an Allah. Ja. Die zwei L's in der Mitte. Und das Entschett in unserem Lachen. Das ist Entschett, ist die Gnade, die göttliche Gnade. Lachen, Entschuldigung. Das ist die Ruhe und das gespiegelt. Das Chat haben wir. Das ist die Armut, die Beliebtheit, die Freundlichkeit, die Geheim, Gehayom. Geh wieder zurück zu El Hayom. Das ist die Geheimwissenschaft. Da haben wir den Rot-Blau, bist du noch in einer Karawanserei, ziehst du noch durch die Wüste. Die Wüste ist übrigens hier die Mitbar. MDBR, vom Wort. Ja. Das, was Wüste übersetzt wird, hast du auch die Rese der Sprecher, wenn ich immer sach. Das ist S-Chat, sach, wenn ich immer sach. Selbst mein Fränkisches, alles hat einen tiefen Sinn. Aber, ja. Und da gibt es da groß was zu diskutieren. Und wenn einer diskutieren will, ist es wieder ein Kampf um einen Standpunkt. Halt, eins wollte ich noch schnell zeigen.
Jetzt bin ich rausgesprungen. Kleinen Moment. Wir brauchen das Liedchen nochmal. Wir waren bei dem Lachen. Dieses Lachen, habe ich gesagt, ist das was Positives oder das was Negatives? Da haben wir jetzt nämlich den W, das doppelt eingespannt ist, eigentlich eins. Dieses musst du wieder einen. Das ist das Weinen. Da steckt übrigens der Weinstock drin. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. R, die Berechnungen, plus 5, minus 5, Reben ist eben. Wenn du zum Beispiel hier, wenn ich immer sage, ich nehme eine Ecke, und das mache ich dann vielleicht noch, ich nehme eine Ecke und strecke die Ecke. Wie sieht es eigentlich auf, wenn ich dich jetzt, du bist ein Geist, der schläft ohne zu träumen. Und in dem Moment, wo ich dich in diesen absoluten Nichts, aus diesem Nichts wecke, beginnst du zu träumen. Noch. Dieser Beginn des Traums, du beginnst zu träumen, du fängst zum Träumen an. Dazu muss ich dich aber wehecken. Und jetzt müssen wir diese Kreisperipherie, der Kreis ist ein Unendlicheck, praktisch jeder Punkt auf einem Kreis ist das Zusammentreffen von zwei Seiten. Wenn ich immer sage, 4, 8, 16, 32, 64 und ein Kreis ist ein Unendliches. Und dann kommst du irgendwann einmal in die Holo-Arithmetik, in diese Physik, die da im Hintergrund mitschwingt. Und da wollte ich jetzt ganz kurz zu den Bibelversen hier, wenn wir das laufen lassen, das ist kein religiöses Geschwätz. Wir öffnen die Melodie. Denk an meine göttliche Komposition, mein großes Orchester. Ja. Mit Improvisationen, das beschreibe ich schon in den einfachsten ersten Büchern der Offenbarungen. Und das dürfen die Besten dürfen dann improvisieren. Und wenn wir das jetzt anschauen, dann machen wir zwei kleine Auszüge, zwei Bilder. Das ist ein Auszug aus der Schrift, die Wiedergeburt des Jahwe. Es wird an, aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch, da steckt auch der Rauschen mit drin, das Rauschen, vergehen, die Elemente aber werden in B-Rand aufgelöst. Der polare Rand, der äußere Rand, A und D, das Auf- und Abschwingen, dieses L mit 70 gelesen, das Hochgehobene. L, M ist die Mutter. Das ist 70. Diese Wörter, wenn ich die jetzt hebräisiere. L mit 70, das obere, die Höhe ist HBH. Wohlgemerkt, immer dran denken, wenn du was aufspannst, denkst du dir einen ausgedachten Mittelpunkt, das sind die zwei Seiten und wir brauchen, sobald zwei da sind, als positiv brauchen wir ein Negativ dazu, das ist die Gegenseite. Die eigentliche Mitte ist der absolute Nullpunkt. Sobald wir unseren Nullpunkt ausbringen, haben wir einen oben und einen unten. Das ist jetzt eigentlich dieses HBH, das sind die zwei, die wir uns ausdenken, mit einem ausgedachten Mittelpunkt. Und das Ganze ist dann ein Joch, das sieht dann schon aus wie eine Sinuskurve, denk an ein Bergjoch, an ein Tragjoch. Das ist also hier, drum heißt es hochheben, auf die Höhe heben. Und dieses M, das kann man jetzt mit der 1 schreiben, das ist dann die Mutter, die Ahnfrau, eine Schraubenmutter. Das ist der Mann und die Frau, die Schraube, ist in einem gewissen Maß der Mann, der beschwört, AUB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Und das führt dich in die Mutter und Mut, Gestalt gewordene, aufgespannte Erscheinung. Ich mache das immer wieder. Ich weiß, die zwei Brösel, die ich mir jetzt ausdenke mit ihrem Programm, haben das lang drauf. Jetzt kriegst du dieses SD, diese gespiegelten Erscheinungen sind erweckte polare Existenz. Da haben wir natürlich auch den Tod, rot gelesen, heißt, du bist der Zeuge für Ewigkeit. Und zwar für alles, was du dir bis in alle Ewigkeit ausdenkst. Du wirst dein Denken nicht abstellen können. Das ist jetzt, dass diese Elemente, Mendior, Elementior, etwas sich überlegen und Lügen verbreiten, tausendmal erklärt, werden aber im, das ist das Meer, im polaren Rand aufgelöst. Okay, und die Erde, das erweckte Wissen und ihre Werke auf, ihr werden im Gericht verbrennen. Du lebst in Sodom und Gomorra. Entweder lässt du jetzt einen Programmwechsel zu, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst und mir vertraust, kriegst du ein vollkommen neues Leben. Da musst du dich einfach überraschen lassen. Ich fordere ein bedingungsloses Vertrauen. Ich erinnere an die Abraham-Geschichte. Schlachte deinen Sohn. Ja. Ist das nicht ein grausamer Gott? Nein, ich habe mir dabei was gedacht. Ich wollte testen, ob der Abraham mir vertraut. Und er wäre sofort gestorben.
aber was, ich sage da ja was, dass er mir so vertraut, dass er sofort sein Leben für mich geben würde. Aber was noch viel schlimmer ist, das Leben seines Sohns. Es ist ein Zeichen von Liebe, dass er seinen Sohn mehr liebt wie sich selbst. Und glaube mir, ich liebe dich geistesfunken wesentlich mehr wie irgendwie den Udo oder sonst was, was du dir ausdenkst. Und man kennt die Geschichte. Er musste dann binden und wie er dann zugestochen hätte, sag ich Stopp. Und dann kommt er wieder. Das Opferlamm. Kommt er wieder. Und ich sage, wenn ich nicht merke, dass du zuschickst, dass du es wirklich tust, ja, dass du bis zum Nimmerleinsdorf auf dem Widder warten, du wirst dann so wieder einpacken, wieder zurückgehen und du wirst bis in alle Ewigkeit, wahrlich, ich sage dir, 1000 Jahre sind wie ein allereinziger Tag, weil jeder Tag heute ist. Der kleine Tag, ich bin heute. Immer heute, in jedem heute erlebst du eigentlich ein komplettes Leben. Du wirst wieder zurückgehen und wirst ums Überleben kämpfen, du wirst gesund sein, du wirst krank sein, es wird der Krieg kommen, du wirst den Krieg überleben, du wirst der Stadt wieder aufbauen, dann wird es wieder zerstört, bis so lange, bis du mir vertraust. Und dann hebe ich dich auf eine vollkommen neue Ebene mit einem neuen Programm mit ganz anderen Möglichkeiten. Das wird hier beschrieben. So, nicht übrigens, das gilt nicht für irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Nee. Es gilt nur für dich Geist, egal wer du jetzt zu sein glaubst. So, nun, das alles soll zergehen. Wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel? Heiliger Wandel heißt, dass sich was verändert, ohne dass sich was verändert. Was verändert sich an 200 Gramm rohen Knete, wenn ich dir ständig eine andere Form gebe? Ich mache ein Äffchen draus, dann mache ich ein Häuschen draus, dann mache ich eine Kuh draus, dann mache ich ein Pferd draus, dann mache ich einen Topf draus, dann mache ich ein Fahrrad draus. Was verändert sich an der Knete? Was verändert sich an einem träumenden Geist, wenn sich seine Informationen ständig verändern? Nichts. Das ist hundertprozentig sicher. Und gottseligem Wesen, befleißigt euch unbefleckt, eckt. Ich habe dich erweckt. Und du musst zumindest die 2 Seiten, am besten die 4 Seiten. Das ist die Diagonale. Ja. Spiegeltunnelprinzip. Gleichzeitig sehen. Und tadellos von ihm im Frieden, Prieden. Das ist die Frucht. Du musst eine Frucht des Paradieses werden. Und dieses Erfunden, das sind Unde, woher auch immer, Unde, woher auch immer, wo kommen die Sachen, die immer sind, aus dem der absolut immer ist. Lasst uns die Haupt-Summe aller Lehren hören, das ist Holofeeling. Das Summa summarum jeglicher Art von Programmen und Denksystemen. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn es gilt für alle Menschen. Das sind praktisch träumende Geisteswungen, die Avatare. Denn Gott wird alle Menschenwerke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist. Und du wirst dafür bezahlen, für jeden Meineid wirst du bezahlen. Aber ich bin ein göttlicher Richter, ich sage auch, ich begnadige dich. Weil ich weiß, du kannst nichts dafür, dass du das geträumt hast, was du träumst. Das habe ich dir träumen lassen. Du hast bloß noch nicht verstanden, mein Beispiel mit dieser göttlichen Führerscheinprüfungswelt. Du hast Theorie, das heißt, du kriegst einen fehlerhaften Bogen, ich nenne es jetzt einfach mal Fehler. Und ich habe so oft erklärt, was passiert, wenn du weißt, dass das ein Führerscheinprüfungsbogen ist, wo du einfach das Richtige ankreuzen musst. Du wirst jedes Mal, wenn du einen Fehler siehst, wirst du dich freuen. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Was machst du jetzt, wenn in einer Welt irgendwas aufbaut, was dir unlogisch und verkehrt erscheint? Du regst dich gnadenlos davor auf und hast Angst davor. Du solltest dich plötzlich freuen, wenn ich zu dir sage, ich löse deinen Körper, ich nehme dir deinen Körper weg. Das heißt, ich nehme dir dein Gefängnis weg. Was verändert sich eigentlich an dir selbst, an dir Geist, wenn du nicht mehr an deinen Körper denkst? Ja, du denkst an irgendwas anderes. Stimmt oder stimmt? Also was für ein Wahn ist eigentlich ein Mensch, ein Fachidiot, der dir erklärt, ohne den Körper gibt es dich nicht. Der weiß nicht, was du bist. Kann er nicht wissen, kann der Gedanke wissen, wer der ist, der ihn denkt, ist nicht jeder Mensch, der in Erscheinung tritt. Alles Existierende, immer nur in dem Moment, wo du es denkst oder wo du es anschaust, dann ist es deine Information, keine Außenformation. Du kannst dir die Sachen ausdenken, aber es ist trotzdem in dir drin. Tausende und abertausende Male wiederhole ich das. Und das wird dir nicht erspart bleiben, bis du dann einfach sagst, Gott, jetzt habe ich es verstanden. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Und ich werfe dir nichts vor, in dem Moment, wo du das demütig annimmst, begnade ich dich, egal was du gemacht hast, weil du dir das ja eh nicht raussuchen konntest.
Und das ist unser kleiner Häufband 2, das ist praktisch du bist ich. Wenn sich mein Menschensohn nun wie ein Dieb in dein Dasein schleicht, bedeutet das nicht, dass er dir etwas stehlen will. Außer du betrachtest deine geistlos nachgeäfften Dogmen als wertvollen Besitz und nicht als Krankheit. Das Krankhafteste, was an dem du zurzeit leidest, ist das, was du logisch nennst, mein gesunder Menschenverstand. Das ist deine Krankheit, weil das geistlos nachgeäffte Behauptungen sind, die du nicht einmal überprüfen könntest, zu 99,99999% nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Mhm. Das ist hundertprozentig sicher. Von der er dich zu heilen versucht. Ich versuche dich heil zu machen, aber du musst mir dabei helfen. Ich reiche dir nur meine Hand. Du hängst an einen Weidezaun, an einen elektrischen und meinst, der gibt dir Sicherheit und scheißt laufen, wenn du einen Schlauch kriegst. Und ich sage, lass los. Was, vor was musst du loslassen? Von all dem Geschwätz, das du geistlos nachäffst und in deinem Kopf verwirklichst, bis hin zur Realisierung auf der VR-Brille. Und ich verspreche dir, du kriegst deinen Krieg, vor dem du Angst hast, weil du ihn nicht haben willst. All die ganzen Probleme sind weg. Wie dein Leben weitergeht, in einem ständigen Wechsel im Hier und Jetzt bestimmst du nicht dich. Und ich sage, ich mache einen großen Unterschied, ob du jetzt Holofeeling hast oder nicht hast. Wenn du einmal Holofeeling sagst, das ist in Ordnung und du fällst wieder zurück in die alten Denkstrukturen, wirst du leiden ohne Ende. Die ganzen Menschen, die du dir ausdenkst, die vor Holofeeling nichts wissen, sind eh bloß Gedanken. Um die musst du dir keine Gedanken machen. Die von ihm postulierten Weisheiten werden dir noch diesig, neblig, dunstig erscheinen. Doch sie sind die Dietriche, mein lieber Dietrich, wieder. Die richtigen Nachschlüssel ins Himmelreich. Das Wort Dieb, Thief, hat seine Wurzel im indogermanischen Teub. Was sich niederkauern, sich hocken, tief niederknien bedeutet, du musst tief in dich eintauchen, um die wirkliche Wahrheit all meiner Worte zu verstehen. Tief, das ist Deum, El Hayom. Du musst in deine eigenen geistigen Tiefen hinabtauchen, bis du in das absolute Zentrum des Internetnetzes, des Internets kommst. Das ist der absolute Mittelpunkt, um den sich alles letzten Endes dreht. Ja. So, Fragen? Na. Das waren die letzten Worte vom Toni. Ich weiß. Dass ich so tief hinunter muss. Ich weiß, du wirst merken, auch nur ein Gedanke, auch ein Lebensabschnittsgefährde. Genau. Das ist einmal das Erste. Wenn jetzt, wir gehen einmal ganz gezielt und Namen sind jetzt austauschbar. Wir machen das Leben von der Helene. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Genau. Und ich sage immer wieder, diese Situation jetzt, da gibt es Selbstgespräche dafür. Der Fall, wo Toni dann zusammengebrochen ist, kann man sich ahnen. Ich rede jetzt immer von welchen, der sich noch nicht so mit Holofeeling beschäftigt hat. Eine Ausnahme, liebe Toni und Helene, als Ehepaar extrem selten im klassischen Sinn. Das immer, ich zitiere die Tochter, die sagt, meine Eltern waren mir immer ein absolutes Vorbild für Liebe und Harmonie. Und die sind ja selbst hier, wie lange war die jetzt verheiratet? 57 Jahre. Nach 57 Jahren sind die Händchen in Händchen wie ein verliebtes Ehepaar spazieren gegangen. Und dann passiert es mit dem Toni. Und jetzt ist natürlich das Schreckliche. Und ich sage, was wäre jetzt, wenn er das überlebt hätte? Du hast ein Problem vor dich hergeschoben, weil es ist alles existieren, die hat seine Zeit vom Säugling bis zum Greis. Ja. Und da kannst du nichts aufhalten. Existenzen, auch eine Menschheit oder irgendein Weltbild, ein Scheibenweltbild, ein geozentrisches Weltbild, ein heliozentrisches Weltbild, egal an was du glaubst, ist nicht für die Ewigkeit erschaffen. Mhm. Es ist ein Wachstum in einem Bereich, den du dir nicht vorstellen kannst. Und jetzt ist es schlichtweg und einfacher so, dass den Traum ja nur der Geist erlebt, der träumt. Das heißt, das ist das Wichtige. Ich erkläre dir mit Holofeeling, was du bist. Und dazu benötigst du kein großes intellektuelles Wissen. Darum sage ich, all die Elementaraussagen, ohne jetzt wieder aufzufächern, die für mich wichtig sind, zum Beispiel, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt, niemals irgendeine Figur, die in diesen Traum in Erscheinung tritt. Nicht einmal der, an den du denkst, wenn du jetzt an dich selbst denkst. Das ist eine Information von dir, die mit dem nächsten Gedanken zerstört wird. Was ist jetzt der Unterschied, ob du jetzt an deine 20-Jährige, ich gehe davon aus, du spielst jetzt die Rolle der Helene, auch deine Rolle ist dasselbe. Was ist jetzt der Unterschied, ob du jetzt dich als 20-Jährigen denkst
Oder du denkst jetzt an einen Freund oder Freundin von dir, den du damals hattest. Es ist einfach nur Worte, die du jetzt hörst, und es wird jetzt eventuell, kannst du Vorstellungen in dir aufbauen, die kommen aber aus dir. Die waren auch nie in der Vergangenheit. Es ist wie wenn du zurückblätterst in einem Buch. Ja. Die Seiten sind immer gleichzeitig. Die schöne Bücherregalmetapher. Ja. Was ist jetzt der Unterschied? Mein Bezi-Beispiel, ob du an Schneewittchen denkst oder an die Tochter, an Esther. Es ist zweimal der Gedanke an ein dunkelhaariges Mädchen. Ja, ja. Und jetzt schau mal, was deine Logik macht. Ja, das eine ist eine Märchenfigur, der Gedanke ist eine Märchenfigur und die andere läuft ja da außen rum, auch wenn ich nicht dran denke. Ist das hundertprozentig sicher? Du musst erst einmal lernen, was 100%ig sicher ist, und jetzt sind wir in der positiven Wissenschaft, 100%ig sicher ist das, was jetzt da ist. Ist das, und jetzt blätter mir zurück, das, was gerade auf dem Monitor war, können wir jetzt, da wir uns das in die Vergangenheit denken, bin ich auch lang und breit darauf eingegangen, nur jetzt denken. Wir denken jetzt nochmal die Tabellen mit den Covid-Zahlen und der Influenza die letzten Jahre. Da ist doch nur, was da ist, ist doch nur diese Zeichnung gewesen mit Zahlen dabei. Ja, ja. Mit Jahreszahlen drunter. Ja, ja. Das ist das, was hundertprozentig sicher jetzt ist. Ich sage, wo das, was hundertprozentig sicher ist, ist das, was jetzt Information ist. Das, was du dann vollkommen logisch draus machst, dass die und die im Krankenhaus gelegen sind in der Vergangenheit. In der Vergangenheit ist überhaupt keiner irgendwo gelegen. Wenn überhaupt was existiert, existiert es hier und jetzt in deinem Kopf. Ich wiederhole immer dieselben Sätze. Und wenn du es mit Menschen zu tun hast, jetzt als Brösel und der Brösel, die das nicht akzeptieren, es sind einfach nur tote KIs. Es sind einfach nur Existenzen. Was ist eine KI? KI übrigens, Hebräisch ist auch wieder das Brandmal, Brandopfer. Ja. Der polare Rand. Das ist die Welt der Gedankenwelt, die du dir, das F-Undamentior, die du dir überlegst. Du bist in der Tiefe. Mhm. Wenn du in die Tiefe hinabsteigst, taucht das auf. Und dann wirst du feststellen, auch jetzt Helene, sag ich, du hast den Toni, den du dir jetzt denkst, der war jetzt die ganze Zeit eins mit dir Geist. Du bist nichts und der Toni ist nichts. Und wann entsteht der, der du zu sein glaubst? Ja, wenn du an dich denkst. Ja. Dein Körper, dieser Körper, der aktuelle Körper, entsteht erst, wenn du an ihn denkst. Aber das gilt für alles, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, es ist hundertprozentig sicher ein Fakt, ein hundertprozentig sicheres Faktum, dass du jetzt an was denkst und dann entsteht es in dir. Und der nächste Gedanke zerstört diesen Gedanken. So ist. Ich erkläre dir, dass du ewig bist. Darum sage ich auch, du wirst, wenn du das nicht akzeptierst, ewig leiden. Und die, die wir uns jetzt denken, auch wenn die sinnlich wahrgenommen jetzt da sind, dass du mit zwei oder drei Brüsseln um einen Tisch rumsitzt und ihr euch dieses Gespräch anhört, schon wenn du einer darüber diskutieren will, ob das stimmt oder nicht stimmt, kannst du gleich diese Figur gleich als KI abhaken. Egal, wer es ist. Ja. Weil eine Zuhörer ist kein Geist, der reflektiert, was ich ihm jetzt eigentlich erzähle. Und deswegen werden die Menschen um dich rum, auf der Arbeitsstelle oder sonst was, trotzdem Figuren in einem Traum bleiben. Das Einzige, was sich verändert, du hast nicht mehr das Bedürfnis, die irgendwie aufzuklären, und du schmunzelst nur noch. Wissend. Aus einer roten Weisheit heraus schmunzelst du. Ich sage mal, schaust du, die Depp. Die ums Überleben kämpfen, obwohl die nur existieren, wenn sie gedacht werden. Und dann sehen plötzlich die ganzen Elite, ich sage jetzt nochmal, jetzt denk mal, ich sage nur ein Wort, Günter Jauch, ich habe jetzt Programme, die können mit dem Wort überhaupt nichts anfangen. Andere sagen, ja, das ist der berühmte Showmaster, findest du den gut oder findest du den schlecht? Oder Thomas Gottschalk, findest du den gut oder findest du den schlecht? Du wirst erst einmal merken, dass alles, was über Medien kommt, ist in einem gewissen Maß schon verhurt. Schlichtweg und einfach, es ist ein Beischlaf. Weil die Geld, es ist die Macht, Geld verdienen zu wollen, Millionen verdienen zu wollen, Geld, Gott ist Geld, er hält mich am Leben, und die müssen, die können nicht anders. Egal welche Talkshow du sagst, selbst jetzt welche, die hier kritisch sind, ich rede jetzt bewusst von Menschen, die es ja eh nicht mitkriegen. Politiker, die warten nicht. Du wirst jetzt feststellen, ich mache jetzt einmal eine Prophezeiung, nahezu jeder, der in den offiziellen Medien in einer Talkshow oder was auftaucht, selbst wenn er, ich denke mir im tiefsten Innern eigentlich den Wahnsinn langsam durchschaut, er beginnt mit, ich bin nicht gegen Impfung, aber. Ich leugne ja Corona nicht, aber. Wenn er das nämlich nicht sagt, taucht er in diesen Sendungen erst gar nicht mehr auf. Weil dann ist er sofort ein Schwubler, ein Rechtsradikaler, ein sonst was, ein Corona-Leugner.
Mir sollte irgendwann einmal klar sein, das Spiegelbild, wenn ich immer wieder sage, diese Spiegelung in dir selber, dass die, die am meisten behaupten, dass sie demokratisch sind und anderen was vorwerfen, aber ständig alles verbieten. Mach doch irgendein Video auf YouTube, irgendwas gegen Corona und sei ein bisschen direkter, dann wirst du innerhalb von Sekunden gelöscht. Hat das was mit Demokratie zu tun? Das sind so Fehler, das sind so krasse Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Und du gehst da vollkommen drüber weg, wenn du das nicht akzeptierst. Du gehst aber auch drüber weg, wenn du dich gnadenlos drüber aufregst, dass du das überhaupt nicht mehr fassen kannst. Das ist jetzt zum Beispiel die ganzen Corona-Leugner, die seriösen Wissenschaftler, die Wissenschaftler, einseitig ausgelegte Sklavendienerschaft eines Systems. Und jetzt nochmal, da außen gibt es keine korrupten Politiker, es gibt keine Pharmaindustrie, keine Rüstungsindustrie. Wenn was existiert, existiert es hier und jetzt in deinem Kopf als Information. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn du das erste und das zweite Gebot brichst, das gilt auch, wenn du an deinen Körper denkst, wenn du das erste und das, dann brichst du das erste Gebot. Alles andere ist der Bruch des zweiten Gebotes. Das wird dir das Genick brechen. Jetzt kann man das natürlich auch wieder positiv und negativ lesen, wenn ich das sage. Es ist, vor was hast du eigentlich Angst? Du solltest Angst haben, auf Ewigkeit immer in so einem perfekten System aufzuwachen. Und jetzt mache ich ganz kurz nochmal, das habe ich angesprochen, meine Hannis und Nannis vom vorhergehenden Selbstgespräch. Das arithmetische Mittel der Gausschen Glockenkurve. Ja. Beispiel, das auch mindestens auf 20, 30 Selbstgesprächen, aber sehr viel älteren Selbstgesprächen, natürlich jetzt gedacht, es gibt keine Vergangenheit, drauf ist, das ist das arithmetische Mittel, gebt bitte meinen Gedankengang mit, wie innen so außen. Menschen sind uniformiert, keiner sucht sich das raus. Das heißt, du bist schon das, die Figur, der Charakter, als der du aufwachst. Wenn du an dich dann denkst, ich bin wach, entsteht ja in dir eine Verwechslung mit einer Figur, mit einer Rolle. Was einem bewussten Schauspieler, wenn du wach wirst, kannst du durchaus deine Rolle weiterspielen, aber du wirst dich nicht mehr mit der Rolle verwechseln. Ja, na. Das heißt, ich könnte jetzt immer wieder sagen, hier, der Daniel Craig verwechselt sich mit Sicherheit nicht mit James Bond. Genau. Und ich denke mir jetzt, wenn der Film gedreht wird, ist sowieso alles ganz anders, wie ich das auf der Leinwand sehe. Jetzt vor allem bei allen modernen Filmen ist die große Masse, jetzt beim James Bond denke ich mir komischerweise wieder nicht, das sind schöne Originalaufnahmen, sehe ich aber dann irgendwelche Superheldenfilme oder Herr der Ringe, da weiß ich, dass da überhaupt nichts mehr echt ist. Dass das nur Computer ist. Okay. Du wirst merken, es ist alles, selbst wenn du jetzt hier über deinen Monitor anschaust und aus dem Fenster schaust, es ist ein Computerprogramm. Alles Computer. Das Prinzip, sage ich, ist komplett das gleiche wie das, was jetzt schon ist, bloß ich habe es etwas, diese Qualität ist natürlich etwas komplizierter zum Programmieren. Aber das Grundprinzip bleibt gleich, wie das kleine 1x1. Was letztendlich selbst deine vier Grundrechnungsarten entspringen bloß aus Plus und Minus. Das habe ich so oft erklärt. Die drei Stufen, dieses 3 hoch 3 plus auf der nächsten Stufe wird es zur Multiplikation, zum Potenzieren oder das Minus wird zur Subtraktion und zum Wurzelziehen. Genau. Und in beiden Fällen landest du dann irgendwann einmal wieder in der Mitte bei nichts. Ja. Ohne darauf einzugehen und bei dem galtonschen Brett zum Beispiel, das arithmetische Mittel, das ist jetzt reine Quantenmechanik. Ich habe hier auch übrigens, fällt mir gerade ein, da gibt es halt so viele Versuche, ob wir würfeln schmeißen, 6-mal würfeln, 60-mal würfeln, 6000-mal würfeln. Umso öfter du würfelst, umso genauer wird das Ergebnis. Bei 6000-mal würfeln wirst du ungefähr 1000-mal die 1 haben. Ungefähr. Bei 6 Millionen-mal würfeln wirst du feststellen, du bist schon so genau an dem Idealwert. Es gibt einen anderen Versuch. Wir denken uns jetzt einmal ein großes Glasbehälter und da machen wir Erbsen rein. Die stellen wir hin. Und dann lassen wir Leute schätzen, wie viele Erbsen da drin sind. Und da passiert dasselbe in Grün. Du wirst jetzt feststellen, dass in der Regel, das heißt eigentlich in dieser wissenschaftlichen Schrift, dass wenn du das arithmetische Mittel aller Schätzungen ausrechnest, ist das Ergebnis genauer wie die genaueste Schätzung. Wir klammern nochmal einen Zufallstreffer aus, wenn jetzt meinetwegen einer sagt, es sind 52.352 Erbsen,
die Ausnahme, die die Regel bestätigt, das ist zwar möglich, aber es wird nach einem galtonschen Brett wird es hier eine Verstreuung geben. Und wenn du das arithmetische Mittel von diesen Schätzungen bildest, ist dieses arithmetische Mittel ziemlich genau das, was drin ist. Mhm. Da ist im Hintergrund etwas, was übrigens ich zeige euch nur, ich schaue in die Bücher, die in deiner Welt auftauchen. Und du wirst niemals hören, dass in irgendeinem Buch was Falsches drinsteht. Dass irgendein Mensch, der in dir auftaucht, was behauptet, dass das nicht stimmt. Wenn dann er sagt, eine Stadt ist ein Kochtopf oder ein Herd. Ja. Es gehört, es ist eine winzige Facette aus einer Facette, aus einer Facette, aus einer Stadt, aus dem Ordner Stadt. Aber jetzt komme ich zu dem arithmetischen Mittel. Das ist dieses alte Beispiel, um das abzuschließen. Wir denken uns jetzt einmal ganz bewusst irgendwelche Messen aus. Verbraucher messen. Und diese Messen werden ja von Interessierten besucht. Und ich sage, wenn ich jetzt aus irgendeiner Messe einen einzigen willkürlich herausnehme und ich stelle den hin, kann ich nicht sagen, in welcher Messe das er ist. Wird jeder bejahen. Aber jetzt pass auf, jetzt denken wir uns wie im Raumschiff Enterprise, dass die Messehallen voll sind, die Messe ist gut besucht und ich beame jetzt einfach mit einem Laserstrahl aus einer vollen Messehalle 100 Menschen, nur 100 Menschen raus und stell dir ein Häufchen auf eine große Wiese. Dann gehe ich in eine andere Messe, du 100 rausbeamen, stell dir auf eine große Wiese und das machen wir mit mehreren verschiedenen Messen und ich garantiere dir, wenn ich jetzt dir 3 Gläser hinstelle oder 4 Gläser hinstelle und ich sage, was ist da drin? Deine Augen sind verbunden und in dem einen Glas ist Wasser, in dem anderen Glas ist Cola, in dem anderen Glas ist ein Bier, im anderen Glas ist ein Orangensaft und im anderen ist ein Rotwein. Genauso wirst du, wenn du die Häufchen siehst, sofort erkennen, ich mache 5 verschiedene Messen. Und du schaust die Häufchen an und du musst jetzt diese Menschen der Messe zuordnen. Ich sage mir, nimm mal die Esoterik-Messe. Als zweites nehme ich die Sex-Messe. Als drittes nehme ich die Musikermesse in Frankfurt. Und da sage ich noch, da gibt es 2 Messehälften. Die eine Messe ist moderne Rockmusik, Bühnentechnik, Elektrogitarren, Tonstudiotechnik. Die andere Hälfte ist klassische Musik, Geigen, Noten, all die Noten, Bachnoten, die kann ich jetzt nochmal, selbst die sind in der Halle extrem unterschiedliche Menschen. Ja. Also wir machen jetzt diese musikermäßige Rockmusikmesse und was macht man? Die Automesse. Ja, Automesse lassen wir mal, das ist ja wenn weit geht. Kann man das auch machen? Nein, die Computermesse. Genau. Elektronik. Die Elektronikmesse, die Computermesse. Du wirst feststellen, das sind Nerds. Ja. Das ist, du siehst es. Wenn du sehen kannst, siehst du das. So, und jetzt nehme ich was anderes, nämlich Politiker. Du wirst merken, du siehst es. Wir gehen in Konzerte rein. Wir gehen in ein Jazzkonzert und dann schwenkt die Kamera vom Jazzkonzert ins Publikum. Dann gehen wir hier in ein Rockkonzert und die Kamera schwenkt einfach ins Publikum. Und was siehst du? Ein arithmetisches Mittel von uniformierten Menschen. Dasselbe gilt für meine Hannis und Nannis. Ich betone, es geht nicht um richtig, um verkehrt oder gut oder böse. Es ist das Prinzip wie innen so außen. Ja. Und das wird jetzt ganz anders. Das gilt auch für den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Aber es wird komplett anders, ohne anders zu werden, wenn du begreifst, was du bist und dass du bloß eine Rolle spielst. Meine schöne Geschichte mit dem Panga und mit dem Benga. Ja, ja. Das ist der Widerspruch, ist immer bei dem Banger, der Geschniegelte, das Seriöse. Ich sage immer, wenn ich so spazieren gehe in der Innenstadt und dann sehe ich ein paar junge Burschen mit einem Anzug rumlaufen, was eigentlich atypisch ist. Und dann kannst du sofort sagen, die arbeiten entweder in der Bank oder irgendwie in einer Versicherung, Versicherungsvertreter. Und das ist einfach, wenn ich dann junge Menschen so rumlaufen sehe, dann sage ich immer, wenn die wüssten, wie unseriös die wirken, in ihrem Zwang seriös werden zu wollen. Ja. Wie unseriös das wirkt, seriös wirken zu wollen. Es gibt Und genauso ist es jetzt aber mit den Punkern, die mit aller Gewalt meinen, sie rebellieren gegen etwas, obwohl doch ihre Uniform ganz klar sagt, was ihr tiefstes inneres Wesen ist. Du rebellierst, wenn du das Gegenteil von dem hast, einmal akzeptierst, was dir logisch erscheint. Das ist das Dreh zuerst einmal alles um 180 Grad. Ich wiederhole das übrigens auf allen Selbstgesprächen und ich sage immer dazu, wenn das jetzt wieder in dir auftaucht, irgendwann solltest du das tun.
Du nochmals ist Andy. Pipi, Piri, Piri, Piroschka. Ja, genau. Ich liebe dich, Piri, Piri. Ja. Nicht sagen, nicht reden drüber. Du musst man es. Und meine Marion schreit auf, sie sitzt am Computer. Hochinteressante kleine Geschichte, Bilder immer hier und jetzt. Wir schauen uns die Wien-Demonstration. Ich habe auf meinem Computer Bilder aus der Wien-Demonstration. Alles ist voll. Sie geht rein und sieht in den offiziellen Medien, übrigens auf Tagesschau, Internetseite Tagesschau TV, gegen Demonstration, gegen Impfgegner. Mhm. Menschenmassen auf der Seite und Menschenmassen auf der Seite. Wohlgemerkt Pixelbäschen. Interessant ist, was auf den Schildern draufsteht. Freiheit und so weiter und so fort. Und was steht bei den, die demonstrieren gegen diese Impfgegner? Impfen ist Liebe. Die Leute sagt, ich glaube, ich kriege es kotzen. Impfen ist Liebe. Schilder, Impfen ist Liebe. Wie war das nochmal? Günter Jauch, ich zitiere natürlich aus der Zeitung heraus, definitiv, die Ungeimpften sind schuld, dass ein ganzes Volk eingesperrt wird, unfrei ist. Die Ungeimpften sind schuld. Ich frage dich, was ist, jetzt machen wir den Cut vor Corona, wir gehen in das Jahr vor 2020. Wie kann ein Mensch, der gesund ist, an irgendwas schuld sein? Ein ungeimpfter Mensch, der ich mache jetzt den Udo, ich habe keinen Schnupfen, ich habe keine Grippe, ich bin 100 nach normalen, negativ getestet, 100%ig gesund. Wie kann ich an irgendwas schuld sein? Was ist das für eine Logik? Was für eine perfide Logik ist das eigentlich? Falsch. Das ist nichts, wenn du dich darüber aufregst. Das ist ein Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Jetzt musst du es umkippen, dass das, was dir den Hals zuschniert, musst du zu einem Lachen werden. Genau. Dieses Lachen verwandelt dich. Ohne dass du musst nicht irgendeinen Gedanken von dir überzeugen, dass es ein Gedanke von dir ist. Und schon gar nicht musst du einen Gedanken, eine Information von dir überzeugen, dass das, was die Information von sich gibt, nenne Information einen anderen Menschen, den du dir jetzt ausdenkst. Gleichgültig, ob es nur ein Gedanke ist oder ob er sinnlich wahrgenommen jetzt in dir in Erscheinung tritt. Mhm. Du musst dir nicht davon überzeugen, dass das nur Figur in deinem Traum ist. Mhm. Er wird es nicht akzeptieren. Er kann nicht anders. Der ist so programmiert. Jeder ist programmiert, auch du in deiner Normalität bist ein Anhänger der normierten Wissenschaften. Du zerblickst dir den Kopf, was richtig ist, was sein soll. Was soll denn in deiner Meinung nach sein? Erinner dich, normative Wissenschaft, geht es darum, was sein soll. Das immer im Gegensatz zu dem steht, was nicht sein soll. Es soll Gesundheit sein, aber keine Krankheit. Es soll Sonnenschein, aber kein Regen. Was, wie würde ein Bauer darauf reagieren, der ein bisschen ganzheitlicher denkt? Es soll Frieden sein, aber kein Krieg. Sätze für Frieden entstehen und für Krieg Zerstörung. Säugling ist in Ordnung. Aber wie gibt es dann ein Schulkind, wenn der Säugling nicht zerstört wird? Wie gibt es dann eigentlich einen Erwachsenen, wenn das Kind nicht zerstört wird? Jetzt frage ich dich, wie gibt es denn eigentlich einen ewigen Geist, wenn du permanent immer bloß an einem sterblichen Säugetier festhältst? Einfacher kann man es wirklich nicht sagen. Wirklich nicht. Irgendwelche Fragen? Ja. Und jetzt immer wieder die Sache, was war jetzt die ganze Zeit mit deinem Toni? Wenn ich dir sage, dass dein Toni auch ich bin. Ja. Ich bin aber auch die Helene. Ja. Ich bin auch der, der jetzt vom Computer sitzt. Das ist Holofeeling. Genau. Das ist UB und JCH. Das ist der vom Bücherregal. Ja. Und wenn ich jetzt als Brösel Udo in dir auftauche, von den Namen müssen wir gar nicht reden, wir können übrigens auch ins Sanskrit oder ins Chinesische oder ins Japanische reinspringen. Kyudo, Judo, Budo. Der Udo und der UB werde ich in allen Religionen, in allen Sprachen der Welt als Lautwesen verfolgen. Genau. Und das hat jetzt nichts mit dem Gedanken Udo zu tun. Nein. Du hast keine Vorstellung, wie unendlich klein ich mich jetzt mache, um als Brösel in deinem Traum in Erscheinung zu treten. Und da gibt es auch keinen Grund, an den Udo anzubeten, das ist als Brösel und der Brösel ein Mensch, was du feststellen, wie jeder andere auch. Genau. Eine vergängliche Erscheinung, wie jede andere existierende Erscheinung auch. Mhm. Das Thema, was wir hier reden, ist, was ist die Ewigkeit? Und das ist nur einer, der in einer gewissen Trinität auch eins bleibt, aber durch diese Trinität dann mehr oder weniger Lebendigkeit in sich erzeugen kann. Das habe ich jetzt sehr, sehr einfach ausgedrückt, aber das mehr muss man nicht wissen. Genau.
Es geht nicht um Intellekt, es geht nicht um intellektuelles Wissen. Um die Liebe. Das Schöne, die Liebe, die rote Liebe. Die rote Liebe ist allumfassend, die blaue Liebe ist selektiv. Ja. Und all das wird in den Heiligen Schriften der Welt erklärt. Das ist das eigentlich Geistige und die vollkommene Demonstration von Geistlosenheit ist diese Naturwissenschaft und die dazugehörige Religion mittlerweile, die auch nur demonstrieren, Machterhalt und Verlogenheit bis zum es geht nicht mehr. Postengeschachere, nur Postengeschachere, Intronisation von einer Geistlosigkeit nach der nächsten. Hier und jetzt gedacht. Jetzt ja. gedacht. Nicht, dass das ja, da außen ist. Es ist eine von unendlich vielen Seinsmöglichkeiten. Darum sage ich immer wieder, was du magst, wenn was auftaucht, ist es eine Facette einer Facette einer Facette. Ja, ja. Es ist immer wieder das Spiel. Du schaust dir ein YouTube-Video an, in Verbindung mit deinem Wissen. Frier mir das Bild ein, in dem du auf Pause gehst. Dann hast du ein Bild von tausenden von Bildern, je nachdem, wie groß die Datei ist, von einem Film, meinetwegen. Da ist jetzt ein Film drauf. Ja. Und dieses Bild, das mir einfrieren, ist eine Facette aus dieser Datei des Films. Und die anderen sind gleichzeitig dort. Und dieses Bild wurde ja nicht herausgenommen. Wir ändern nicht die Datei, wenn man aus der Datei ein Bild herausspiegelt. Nein. Aber jetzt kommt der Witz, dass dieser Film, der aus tausenden von Bildern besteht, ein Bild davon, dass dieser Film eine einzige Facette, ein Film ist, aus einer größeren Kollektion, die nenne ich www.youtube.com. Ich weiß, dass da Millionen und Abermillionen von solchen Filmen, von solchen Komplexen zusammengefasst werden in einer einzigen Internetadresse. Aber jetzt weiß ich, dass dieses www.youtube.com wiederum nur eine von Abermillionen von Internetadressen ist. Und jetzt wird hier irgendwann einmal diese Hierarchie, dass dieses unendliche Alles und das Nichts im Prinzip dasselbe ist, bloß es ist Allah. Es ist Buddha. Es ist J-H-W-H. Ja. Es ist J, der kleine Gott, J-H-W-H. Bu in ihm ist eine geöffnete Augenblick. G-A mit 70 gelesen. Mhm. Oder Implosion, Explosion. Das ist das Geheimnis, was dir entschlüsselt wird, ohne dass du ins Detail gehen musst mit der Rot-Blau-Lesung. Kannst du, wie gesagt, wenn jetzt ein bisschen der Grundlagenwissen da ist, geh mir in den Dora oder in den Denach rein und dann werde ich dir zeigen, wie unendlich erbärmlich, einseitig, fehlerhaft dieser Komplex der Zeichen ausgelegt ist. Und da muss sich auch jeder Jude an die Nase fassen, der nachher was seine Lehre ihm gesagt hat. Obwohl in seine Wörterbücher was ganz was anderes sagen. Ich erinnere mich hier an eine Stelle, wo zu mir Rabbi kommt, großer Rabbi, Bamberg, jüdische Gemeinde, 10 Stunden bei mir und mit denen habe ich sein Denach, die Dora, gelesen. Und dann habe ich immer nur was hingeschrieben, sage ich, kann kein Hebräisch, brauche ich ja gar nicht wissen, es geht hier nicht um die hebräische Sprache, die mir uns ausdenkt, so wie es auch nicht um die Deutschen geht, wenn ich Deus Ivri reden tue. Ja. Ich bin im roten Bereich. Und dann habe ich immer was hingeschrieben und dann sage ich, was heißt das? Und dann hat er das natürlich sofort gewusst, das ist ein Rabbi, das ist ein Jude, Hebräer, ja. Jude, sagt man bei uns. Dann hat er das vorgelesen, dann sage ich zu dem, was bedeutet das noch? Da muss ich nachschauen. Hochinteressant, er wusste es gar nicht. Ich rede jetzt von dem Panim, ja. Penim el Penim, dieses Spiel mit diesen, die Auslegung, die Punktierung, weil du nur programmiert bist, erst einmal vorschnell, du hast was und dann ist sofort eine Meinung da. Das gilt auch für den Charakter von Menschen. Putin, Merkel, Günter Jauch. Und jetzt kippt es um. Günter Jauch habe ich immer toll gefunden. Mein Jahrgang praktisch fast. Oder Gottschalk, die Helden meiner Jugend in meinem Alter. Gottschalk, wenn älter. Und das, was sie jetzt demonstrieren, um in den Medien präsent zu bleiben, diese Kinderspielchen, was gar nicht, wie das heißt, die drei mit der Schöneberger, so unendlich primitiver Kinderkack, die Menschen zusetzen, aber sich hinstellen und Corona-Befürworter sein, weil sonst bist du in der Szene weg, obwohl die das doch wirklich nicht mehr nötig hätten, so denke ich mir das zumindest. Ja. Das ist die Verseichtigung der Menschheit schlechthin. Vor Politikern müssen wir sowieso nicht reden. Das ist die Urnerei. Es ist noch nie was anderes gewesen. Rein von der Physiognomie her, es ist einfach nur erbärmlich. Aber das Erbärmliche sind nicht die, die du dir jetzt ausdenkst. Es sind auch nicht die Interpretationen, denen du denen zusprichst. Du bist das Erbärmliche.
weil du die Quelle dafür bist. Und ich sage wieder, besseren Wissens, wenn du so und so lange irgendwann von Holofeeling schon mal was gehört hast. Du gehst immer von Nummer sich und das Nummer sich ist das, was die Masse tut. Fresst Scheiße, Millionen von Fliegen können sich nicht an. Die sich die Freiheit erkaufen, wenn sie sich impfen lassen. Es ist das Gegenteil von der Abraham-Geschichte. Es ist das Gegenteil von der Jesus-Geschichte. Der hat sich zwar dann in der Geschichte kreuzigen lassen, ohne Widerstand, aber es ist immer wieder, warum mache ich das? Weil ich zuerst einmal sage, Vater, dein Wille geschehe. Aber diese vier Seiten, die ich besprechen habe in der Impfung, sind vier Seiten, die wir uns ausdenken. Die übrigens alle richtig sind und alle verkehrt sind. Das heißt, da haben wir nochmal vier. Ich mache das ganz kurz und dann lassen wir es gut sein mit dem One-Night-Stand. Und zwar nehmen wir nur die Plus-Plus-Seite. Ja. Ich habe gesagt, der One-Night-Stand passiert. Kabe dir im Lebe den Moment, lebe den doch. Angezogen, Männchen, Weibchen, unterhalten sich, sind ein Herz und eine Seele und beiden ist es danach zu verschmelzen. Und dann gehen sie am selben Abend noch in die Kiste. Ohne ein Vorher- und Nachher-Ding. Aber das ist die eine Seite. Jetzt machen wir die andere Seite dazu. Wenn ich mit Vorher- und Nachher-Denken, kann vielleicht sein, dass er zwar begeistert war und zwar macht die das mit jedem. Dass er dann vielleicht sich denkt danach, genau das, was sie ihm befürchtet, wieder eine andere Seite. Du wirst irgendwann nochmal von den 4 zu den 8 und zu den 16 zeigen müssen. So ist es. Ja. Verstehst? Oder sie sagt jetzt hoffentlich, denkt er jetzt nicht, sie hat sich zwar hingegeben, aber sie denkt sich auch jetzt, im Nachhinein jetzt. Hoffentlich glaubt ihr nicht, dass ich eine Schlampe bin. Und jetzt kommen die selbsterfüllenden Prophezeiungen. So ist. Was ist eine selbsterfüllende Prophezeiung? Das ist, du verwirklichst das. Du wirst deine eigene Zukunft steuern. Und das ist jetzt das, jetzt kannst du eine andere Spur, du kannst aus der Spur rausspringen. Mit Holofeeling zeige ich dir einen komplett anderen Weg, nämlich den Weg wieder zurück in dich selber. Von außen nach innen muss führen der Weg. Mein Menschensohn ist dabei ein hilfreicher Steg. Es ist niemals irgendetwas da außen gewesen, oder es war noch nie irgendetwas in der Vergangenheit und es wird in der Zukunft niemals etwas passieren. Wir drehen einmal diese Raumzeitachse in die Transversale, dieses Bild hier. Ich kann mir jetzt was hochrechnen, das ist aber jetzt, das ist nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und ich kann aus mir, was ich hochrechne, hole ich aus mir. Aber es ist immer noch, die Bilder sind immer noch jetzt. Nein, genau. Und ich entferne die im Jetzt, nicht Vergangenheit, Zukunft. Und jetzt drehe ich das in den Spiegeltunnel rein. Und diese Z-Achse, die Geburtsachse, ist jetzt, was wir Z-Achse nennen, kann ich nämlich verschieben. Es ist jeder Blick ein Blick in den Spiegeltunnel. Und jetzt habe ich immer noch ein Trennen. Jetzt ist zwar alles jetzt, aber ich in der Vorstellung, und jetzt ist sehr abstrakt, egal ob ich mir räumlich oder zeitlich was woanders hindenke, es ist eine Vorstellung, dass es räumlich oder zeitlich dort ist oder dort war oder dort sein wird. Es sind diese drei Möglichkeiten, woanders, in der Vergangenheit oder in der Zukunft, ist eine Vorstellung. Diesbezüglich erkennst du, was Raumzeit bedeutet, dass Raum und Zeit im Prinzip dasselbe ist. Es ist eine Entfernung von dem ewigen Hier und Jetzt. Genau. Gedachterweise. Ausgedachterweise, aber was ich mir ausdenke, ist trotzdem hier und jetzt. Ja. Noch präziser kann man es nicht ausdrücken. Ja. Immer. Nur ausgedachterweise. Was sind die Sachen, die ich mir jetzt ausdenke und räumlich oder zeitlich woanders hindenke? Sie sind immer alle hier und jetzt. Das ist jetzt das, wo ich den Spiegeltunnel begreife. Das sind nur zwei Spiegel. Und der in der Mitte, die Lampe ist da rein, das ist der eigentliche erste Spiegel. Jetzt sind wir in der Kamera obscura. So ist. Punkt. Und du musst nichts tun. Du Geist musst nichts tun. Das Einzige, was ich mir wünsche, du schaust, was der tut, was der denkt und wie der reagiert, dessen Rolle du zurzeit spielst. Ja. Dann schaust du praktisch dein Programm an. Du schaust das Drehbuch. Das ist mir übrigens das Drehbuch, eine wörtliche Übersetzung von Drehbuch. Was ist die wörtliche Übersetzung von Drehbuch im Lateinischen? Ritter, wer weiß es? Drehbuch. Ich zeig's euch. Skript. Lieber ist das Buch. Schau, wie kompliziert ihr schon wieder denkt. Ich zeige euch, was die wörtliche Übersetzung ist im Lateinischen von Drehbuch. Oh, ja, Mann. Oh.
eine Schriftrolle. Ja, alle. Volumen. Ein Buch, ein Schriftwerk. Das Drehbuch, Schriftrolle. Ja. Der Wirbel, die Welle. Jetzt frage ich einmal, wieso eigentlich Volumen als Raum übersetzt wird. Steht da irgendwas vor Raum? Der Raum ist ein Traum. Okay? Und Lumen ist das Licht. Mhm. Aber das ist jetzt komischerweise bistabil kreisend. Das heißt hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Das ist V aufgespannt, bistabil aufgespannt kreisend. Hell, dunkel, hell, dunkel. Jetzt hast du das Prinzip. Du merkst, das ist Physik, wenn man das verstanden hat. Ja. Und was ist die Grundlage für das Ganze? Geh hier. Ich sag doch, du wirst mich nicht los. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Ja. Danke. Unser Zauberer. Da haben wir. Genau. Kiros. Ja. Der Geist ist Gott. Das ist J. Und das Ross, Ross, Ross. Der Große ist Sus. Genau. Ja. Aber wir können das natürlich auch so machen, dass wir dieses R, O, das ist auch Ross, kann man Ross aussprechen. Das Alif nimmt alle Vokale an. Ja. Shin ist Doppel S. Können wir anschauen hier. Ross. Der Anfang, der Anführer. Das Haupt. Gift das übrigens. Ganz Geschenk. Interessantes Wort, das Gift. Das ist übrigens auch im Deutschen das Mitgift. Es ist kein englisches Gift. Das englische Wort Gift heißt Geschenk, aber das eigentliche Wort Gift. Die Moral bin ich oft der Angeber, der Denunziant. Das Gift kommt eigentlich von Geschenk. Also nicht jetzt im Englischen, sondern das ist deutsches Wort. Das Geben. Der Geist ist eben. Aus dem das entspringt. Das Geschenk, das Gift. Das ist nicht in irgendeiner Form aus dem Englischen. Da haben wir dann übrigens auch das Mitgift. Mhm. Ist ein Heiratsgut. Genau. Und dann wird es negativ. Wir haben immer positiv und negativ. Und die Fragen sich zu stellen, warum ist die Einstein-Formel eigentlich die Kreisformel, diese ständige Verwandlung. Du brauchst ein vollkommen neues Wissen, dass das bestehende Wissen einer Menschheit, egal zu welcher normativen Denkart und Weise du dich, welche Perspektive du als logisch ansiehst, dass all diese Filmperspektiven zu einer positiven Position, diese Position ist das Zentrum. Kentron, der Zirbel, BL-Drüse. Alle symbolische Bilder für eine vollkommen neue Heiligkeit. Ja. Das ist immer wieder das Spiel, wenn du magst jetzt als Brösel und der Brösel kannst du das Menschen zeigen. Die einen sind dann zu faul, das zu lernen oder nicht zu lernen. Du wirst es eh lernen, du kriegst so unendlich viel Zeit dafür. Mhm. Es geht erst einmal, dass du deinen inneren Frieden findest und den hast du dann, wenn du vor nichts und niemandem mehr Angst hast. Weder Angst, was zu verlieren, das ist da, die Maschine wirkt, Helene. Aber was ist, wenn du jetzt irgendwie Offenbarungsschriften lesen tust und du denkst weder an die Helene und an den Doni, dann sei dir eins, dann sei dir alle ich. Das ist ich, bin du und du bist ich. Die Verbindung, wir sind alles. Das bedeutet Holofeeling. Und jetzt lassen wir es gut sein. Und dieses Gut, Dov Vera. Dov Miot. Diese hebräischen Worte, wenn du dir anschaust, das ist reines Holofeeling. Gespiegelt aufgespannte Polarität, das ist das hebräische Wort für gut, blau gelesen. Dov. Und Vera heißt aufgespanntes, berechneter Augenblick. Ein aufgespannter, berechneter Augenblick. Und du musst vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse, blau gelesen, essen, dass du in das absolute Gut kommst. Du musst lieben und hassen, blau gelesen, Plus und Minus, dass du in die große Liebe kommst, weil das eine gibt es nicht ohne das andere. Und das Hassen als Doppel-S, was dann haben. Das, was du hast, von dir stößt, hast du. Mhm. Weil du musst es dir ausdenken und vor dich hinstellen, dass du es anschauen kannst. Genau. Du brauchst den Unterschied, der natürlich nur gedanklich in einem und denselben Punkt stattfindet. Und dann haben wir in der Quantenmechanik den bewegten und den unbewegten Beobachter oder die Teilchen, die auseinanderfliegen, können immer nur hier und jetzt sein, egal wo du dir was hindenkst, wo du dir das auseinanderdenkst. Es ist hundertprozentig sicher hier und jetzt. Wo ist jetzt der Mond?
wo ist jetzt die Sonne, wo waren die? Die haben nicht existiert. Ja. Und in welcher Reihenfolge baut sich das heliozentrische Welt auf? Und jetzt denkst du dir, da ist die Sonne und dann kommt der Merkur, die Venus, die Erde mit dem Mond drumherum, bla 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 bla. Und du stellst das jetzt alles vor dich hin, in gewissen Blickwinkeln. Aber es ist deine Information. Du baust es in der Kamera, was ja nicht Kammer heißt, sondern Gewölbe heißt. GE Quadrat wölbt sich aus dir heraus, aber das Wölben wiederum, wir erwecken ja was in uns. Das sind W ist doppelt aufgespannt und Öl ist Oll. Das geht mir wie Öl runter. Heißt das hochgehobene Joch, das Gebirgsjoch. Ja. So, jetzt ist es aber gut. Hier zwei, drei, fünf. Einer. Alles nur eins. Danke. Alles ist nur eins. So ist. So steht es geschrieben. Und dieses eine sind eigentlich nur zwei. Das sind wir. Und alles, was du um dich herum hast, ist eine göttliche Spiegelei. Jetzt haben wir ein Spiegelei. Hey. Interessant, ein Spiegelei. Jetzt, wenn ich weiß, dass ich das Wort Ei im Hebräisch zweimal schreiben kann, mit AI und mit 70. AI mit 70 geschrieben, Ei mit 70 geschrieben, hast den Augenblick deines Intellekts blau gelesen. Das ist ein Trümmerhaufen. Jetzt haben wir wieder diese zerklüftete Oberfläche der Welt statisch gesehen. Und das Ei mit alle vorne geschrieben, heißt das da mal nichts, aber es hast auch Insel. Mhm. Aber was ist, wenn wir an den Wasserspiegel denken und wir schmeißen jetzt einen nur einen Wellenberg auf, dann ist doch auf dem Wasserspiegel ein Berg aus Wasser. Ja. Darum ist es eine Insel in einem gewissen Maß, wenn ich eine Insel definiere, dass sie aus dem Wasser rausschaut. Ja, ja. Unter anderem. Und jetzt ist ganz am Schluss, was ich sage, was passiert, wenn ich ein Ei in die Pfanne hau, dann kriege ich ein Spiegelei. Und dieses Spiegelei besteht aus zwei. Nämlich aus Weiß, ich weiß, das Weib und in der Mitte ist es Gelb. Das Gelb, der Geist Gottes, der Polar ist. Aber genau genommen in den Hintergrund ist die schwarze Pfanne. Das liegt in Krishna. Dieses Weiß und das Gelb liegt in der schwarzen Pfanne in Krishna. Ja. Was passiert, wenn ich zwei Ei in die Pfanne haue? Dann kriege ich drei. Das Weiß bleibt weiß. Ja. Aber ich habe jetzt zwei Geister. Gelb. Das ist Yotsya und Itsya. Ja. Und Krishna, die Pfanne, der Schwarze im Hintergrund, macht das Ganze wieder eins. Frauen, die Welt spricht zu dir in jeder Kleinigkeit. Hast du die Grundlagen der Vordersprache, wenn nur die Grundlagen da sind? Und jetzt ist wichtig, du musst dir das nicht merken. Ich muss jetzt da nochmal ausholen, das ist ein Trick, weil ich mache jetzt ganz heute das schon mal erzählt habe. Immer heute. Mit meinem Folger habe ich ein Gespräch gehabt, den hat es wieder voll weggehaut. Unseren Holo-Arithmetik-Folger. Und es ist definitiv so, dass ich immer auch sehr, sehr oft darauf hingewiesen habe, dass das Lernen nichts zu tun hat, dass du irgendwelche Daten abspeicherst. Die materialistische Sicht des Lernens ist, dass du gefüllt wirst mit Dogmen, mit Vorstellungen. Das ist wie ein geistloser Computer, den ich Daten eingib. Und ich sage immer wieder, wenn du in einen Computer Daten eingibst, lernst du diesen Haufen Materie überhaupt nichts. Du gibst ihn einfach Daten. Mhm. Das der Computer als Ding an sich überhaupt nicht mitkriegt. Wenn du hier die Software veränderst oder eine hochwertigere Software drauf machst, Betriebssystem ein anderes, lernst du den Computer auch nichts, weil er es ja nicht mitkriegt. Okay? Und nichts anderes passiert, wenn ich jetzt statt den Computer einen Trockennasenaffen setze, statt einen Computerchip setze ich das Gehirn. Ja. Indem ich ein Schwämmchen programmiere, der Schwamm als Ding an sich, der Körper, das Gehirn lernt ja nichts. Und wenn ich eine neue Software reinmache, kriegt er das auch nicht mit. Erleben tut es ja nur der Geist, der sich das alles ausdenkt. Ja. Und dieser bewusste Denker, der sich jetzt eine Welt ausdenkt, die Welt, die du dir ausdenkst, steht und fällt mit deinem Schwamminhalt, mit deinen Programmen, die du zum Denken benutzt, die du dir aber nicht raussuchen konntest. Ja. Das ist, jetzt kommen wir, was ich sage, es geht nicht um Wissen. Es geht zuerst einmal, ich erkläre dir, was du bist.
Und jetzt ist es, jetzt gehen wir in die normal ausgedachte Welt von der Prüfung. Wenn du an der Schule bist, egal was du, irgendeinen technischen Beruf, sage ich jetzt einmal. Ich bleibe beim Technischen, dass es klarer wird. Ob du jetzt Elektroniker, Radio- und Fernsehtechniker, Statiker, Bauingenieur oder was du studierst, dann hast du Prüfungen abzulegen und man hat dir Gesetze beigebracht. Das sind meine kleinen Beispiele, wo ich immer so. Schwammbeispiel, Klingelingeling-Beispiel und so weiter. Gibt es eine ganze Unmenge, die jedes Kind, jeder 13-Jährige, der neugierig ist, und die Betonung liegt auf Neugier, Neugier auf etwas, was er nicht kennt. Ja. Das ist genau das, was den Menschen abgeht. Jeden Rechthaber geht jegliche Form von Neugier auf was vollkommen Neues ab, weil alles, was seiner Logik widerspricht, was vollkommen neu wäre für ihn, bekämpft er massiv. Das hätte ich in dem Gefängnis fest, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Gerne. Auf jeden Fall ist es ja so, dass keiner von dir verlangt, dass du dir das merkst, das ist ja eh schon in dir drin. Die klassische Vorstellung von sich etwas merken, heißt, da außen ist etwas und ich hole von außen was in mich rein, was ich vorher nicht gehabt habe. Mit Hodo Feeling erkennst du, dass alles, was du dir ausdenkst, aus dir selber kommt und eh schon in dir drin ist. Du hast bloß noch nie vor dich hingestellt, du weißt noch gar nicht, was alles in dir drin ist, was du noch alles entfalten kannst, weil alles, was du zurzeit entfaltest, wie beim Computer, reduziert wird auf dieses primitive Programm, das du im Arbeitsspeicher hast. Du hast keine Ahnung, was auf deiner Festplatte auf einer tieferen Ebene ist oder auf einer noch tieferen Ebene, in der absoluten Tiefe, wir sind wieder bei der Tiefe. Von El Hayom. Alles. Unendlich viel. Ja. Auf jeden Fall. Das Wissen musst du nicht von außen in dich reinschaufeln, weil das, was an Wissen in dir auftaucht, ja von dir ausgedacht wird. Es kommt ja, es ist ja schon in dir drin. Ich erkläre dir ein vollkommen neues Prinzip des Geistes und des Denkens. Und du musst auch dir keine Arbeit machen, dass du nicht rechnen musst. Du musst wissen, wie Rechnen funktioniert, aber du musst nicht selber rechnen. Du kriegst bei der Prüfung, und jetzt kommt das Entscheidende, du darfst jetzt in deiner ausgedachten Welt, das ist die Symbolik, du darfst in die Prüfung einen Taschenrechner mitnehmen, und du darfst komplett die Formelsammlungen mitnehmen. Mhm. Ich sage jetzt immer, ich mache jetzt ganz einfach mal Elektroniker, Radio- und Fernsehtechnikerprüfung oder Autoelektronikerprüfung. Da hast du, du musst beweisen, dass du die Prinzipien, die im Hintergrund dir beigebracht wurde, dass du die verstanden hast. Mhm. Es verlangt keiner, dass du das mit der Hand ausrechnest, im Kopf, schriftlich, oder dass du die ganzen, diese riesen Formelwerk, dass du dir die Formeln merkst. Mhm. Es will keiner, die darfst du mitnehmen. Ich müsste jetzt einmal aufstehen, dass ich euch zeige, wenn ich in der UDO-Welt zurückgehe. Ich hole es einmal ganz kurz her. Ich mache einmal jetzt bewusst wieder für euch eine kleine Vergangenheit. Ich hoffe, ich finde es auch geschrieben. Mach mal Zeitreise. Rose, ganz interessant, Shoshana. Rose, das ist also hier die große Elektronikformelsammlung. Für Radio- und Fernsehtechniker, 13. neu bearbeitete Auflage. Kleines Büchchen, das ist so das Leib- und Magenblatt, du darfst das mitnehmen, du musst wissen, wenn ich jetzt eine Aufgabe zu lösen habe, irgendein Filter oder was, Störfilter berechnen, egal was, darf ich, ich muss wissen, welche Formeln ich benutze. Und ich wollte euch nur zeigen, ich habe festgestellt, dass die sehr fehlerhaft sind und ich habe die mir dann, diese klassische, habe ich ein bisschen noch Erweiterungen mit reingeschrieben. Das ist alles übrigens okay, das darfst du alles machen, weil du darfst das wird mitnehmen. Ich habe mir dann die Formel, die sieht übrigens das ganze Buch so wie aus, es ist jede freie Stelle hin, vorne sind die Formeln erweitert. Das ist übrigens hochinteressant. Das sind hier überall drumherum. Ja, ja. Noch Erweiterungen dazu, da sind noch Röhrenschaltungen drin. Ja. Okay. Ich habe mir das ganze Zeug noch ein wenig vereinfachte Tricks einfallen lassen. Du musst, wenn du das Prinzip im Hintergrund verstanden hast, und jetzt komme ich zu Holophilik. Du musst kein Hebräisch lernen. Ich sage immer wieder jetzt, ich kann ja als Udo nicht einmal Englisch, das setze ich ja mal, ob so ist, ist eine andere Frage. Ich rede jetzt als Brösel Udo, ich kann kein Englisch, ich kann nicht groß rechnen, ich kann mich mit Leuten zusammensetzen, ich kann die inspirieren. Das mache ich absichtlich, dass ich sage, es geht jetzt nichts, hast du ein Wissen, wir können doch nachschauen. Schau, wir können alles nachschauen. Das heißt, du hast jetzt ein Smartphone, ein Tablet, du hast zum Beispiel, was ich immer aufschlagen tue, du kannst altgriechisch Wörterbuch aufschlagen im Internet, wenn dich das interessiert, du kannst Latein Wörterbuch aufschlagen, ich bleibe mal, du kannst den DWDS, den Etymologie Wörterbuch nachschlagen, du hast Hebräisch Wörterbücher, wenn dich das interessiert, und wir haben ja unseren Gematrie Explorer, den Engel Redo Seidak.
wo du ganz schnell nachschlagen kannst und du musst kein Ivri lernen. Ja. Ich sage jetzt zum Beispiel, würden wir jetzt normal gedacht nach Israel oder Tel Aviv, ganz interessanter Name übrigens, dieses Tel Aviv, was das heißt, nach Tel Aviv fliegen und wir gehen in ein Hotel rein. Ich könnte nicht einmal auf Hebräisch fragen, ob ein Zimmer frei ist. Ich spreche kein Wort Hebräisch und ich spreche kein Wort Englisch. Es ist nicht nötig, um die absolute Glückseligkeit zu erfahren und zu wissen, was man selbst ist und was seine Gedanken sind. Folge meinen Gedankengängen, das musst du alles nicht wissen. Was aber jetzt interessant wird mit der Vatersprache, das, was ich immer wieder mache, wenn wir reinspringen mit dem Volumengrad, was das bedeutet, wenn dich das interessiert, und das ist jetzt ein Akt der Reife, es ist in einem gewissen Maß, ich habe einmal das Beispiel gebracht, diesen geistigen Orgasmus, den du kriegst, ist wie mit dem körperlichen Orgasmus. Das ist, wenn jetzt der Junge in die Pubertät kommt, auch ein altes Beispiel, und ich habe ein Verhältnis mit meinem Sohn, wir sind nicht Vater und Sohn, sondern die besten Freunde. Ich habe bloß mehr Lebenserfahrung. Und jetzt kommt er zu mir und sagt, Papa, jetzt juckt irgendwann einmal hier die Sexualität, ich habe eine Freundin und so weiter und so fort. Jetzt steht irgendwann das erste Mal Mann und Frau verschmelzen an. Helf mir, jeder vom ersten Mal hat man irgendwie Angst, egal wie das erste Mal ist. Du hast das erste Mal Sex, auch jetzt umgedreht, wenn du natürlich die Rolle einer Frau spielst, irgendwas zieht. Zieh dich innerlich, treib dich, dass es zu dieser Vereinigung, zu so einer Vereinigung kommt. Und man hat Angst, man will ja nichts verkehrt machen. Man liest natürlich und hört dann so viel, je nachdem, das kann extrem vielfältig sein, aber das Grundproblem ist, da ist was, was irgendwann auf dich zukommt, wo du keine Ahnung hast, wie es ist, nur viel vom Hörensagen kennst und du hast Angst. Und jetzt kommst du zu mir, weil du einen Tipp willst. Und dann sage ich zu dir, in dem Fall zu meinem Sohn, geistig gesehen, egal, ob du Mann oder Frau bist, pass auf. Du musst dich jetzt überraschen lassen. Umso mehr Angst du hast, umso beschissener wird es dann. Gib dich einfach hin. Und auch das kann sein, dass es toll ist oder nicht toll ist. Egal, was du dir ausdenkst, du lass dich einfach überraschen. Es ist halt so, wie es ist. Das hat einen Sinn. Das Einzige, was ich dir sage, diese Angst wird sich legen. Und wenn du das dann öfters machst, verlierst du die Angst vollkommen und dann wird es, wenn ich eine ganz blöd anstelle, wäre das richtig, richtig klasse. Okay? Und ich sage jetzt zu dir, dasselbe ist mit dem ersten Mal sterben. Die Verschmelzung mit IUB, mit mir. Dieses absolute, der Adam, Mann und Frau, wird für einen kleinen Moment eins. Das ist nämlich genau der Punkt, wenn, ich sage immer wieder, wenn wir umformen, immer wenn was Neues entsteht, wird im selben Moment das Bestehende zerstört. Wir haben jetzt ja hier dann vier Phasen, aber die Stelle, dass das ja gleichzeitig ist, du siehst ja nur eine Hälfte. Ich mache es jetzt einmal so, das ist das, wenn du es bewusst machst. Wenn das Ding, das Bild ist ja nicht flächig, es geht ja nichts nach vorne oder nach hinten, sondern die zwei, ich könnte jetzt auch so machen bei den Fingern, die fallen zusammen, das ist diese Drehung. Jetzt hast du die Ebene. Jetzt siehst du aber bloß eine Hälfte. Das wäre jetzt ja gespiegelt, unten hätte man das doppelt, dann passiert es so, dass wenn das geht, einmal zuerst weg, bis es neu auftaucht. Ja. Okay, das ist der Punkt des Verschmelzens. Für einen kleinen Moment, dann entfaltet sich sofort was Neues. Und diesen Mittelpunkt lässt du komplett weg. Das heißt jetzt dieses, auch beim Orgasmus, es ist ja nur ein kleiner Moment und dann liegt man ruhig nebeneinander und ist so eins in einem totalen Zufriedenheitszustand. Ja. Das war immer, wo ich als Udo in Almener schon ironisch gesagt habe, wieso muss ich mich zuerst in einer Spannung hochpushen, um das anzustreben, dass ich absolut, wenn ich mit meiner Maus im Bett liege und im Arm liege, es ist eigentlich 5 Minuten nach dem Orgasmus, das ist doch das, was ich anstrebe, der Friede. Genau. Aber den kann ich doch auch erleben, ohne dass ich mich vorher hochschieße, bis zum Beispiel nicht mehr. Genau. Das ist jetzt nur mir wechselnde Seiten. Oder ein Beispiel von mir, dass ich sage, es ist wie wenn du jetzt dringend Wasser lassen musst. Trink einmal einen Liter Wasser und dann wartest du etwas und dann musst du Wasser lassen. Diese Entspannung, die jetzt entsteht, wenn du Wasser lässt, das ist wie Orgasmus. Ja. Ich sage, wenn du einen richtig geilen Orgasmus haben willst, trinkst du 4 Liter Wasser und dann gehst du zum Wasserlassen. Erkennst du die Schizophrenie in dem Spiel? Irgendwann sage ich, kann ich nicht gleich diesen entspannten Zustand genießen, das laufen lassen, ohne dass ich mich vorher hochpush? Ja. Und jetzt ist es hier mit dem Sex. Vom ersten Mal hat man Angst, weil man es nicht kennt und dasselbe ist vom ersten Mal sterben. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt. Das ist jetzt nicht neu.
Und ich sage dasselbe zu meinem Sohn, ich sage jetzt zu dir, Geistesfunk, du hast eine panische Angst, weil in dir so der Wahn drin ist, dass ohne den Körper dich ja nicht gibt. Die Krankheiten, die ganze Schulmedizin versucht, das Gefängnis am Leben zu halten. Es ist übrigens, ich schalte jetzt nicht um, wir können nochmal in unsere Statistiken reingehen, die jetzt auftauchen, die niemals da außen waren. Und wir schauen jetzt einmal an, diese angeblich Toten im Allgemeinen oder die Corona-Toten, die mit und an, eigentlich in der Regel schreibt einfach mit Corona gestorben sind. Schau mal, was die große Masse ist, wenn wir das alles technisch aufmachen. Habe ich gerade vorher, ich will es jetzt nicht nochmal hersuchen, es liegt über 70%, sind ein ganzes Stück über den statistischen Durchschnittsalter. Das sind so und so viel von den angeblich mit Corona gestorbenen, ich sage Corona lassen wir weg, weil das ja nicht die Todesursache kann sein, muss aber nicht sein, denken wir uns jetzt wieder zwei Seiten, prinzipiell die positiv getestet, Corona getestet worden, während sie gestorben sind. Unabhängig von der eigentlichen Krankheitsursache, dass hier die deutliche Mehrheit über den statistischen Durchschnittsalter der Bundesrepublik Deutschland liegt. Das heißt, die wären so und so gestorben, wären in die Verwandlung gegangen. Wobei dieses statistische Bundesdurchschnittsalter, und jetzt schau wieder vorhergehendes Selbstgespräch, erst in diesen Nick nach dem Ersten Weltkrieg hochgehoben wurde, weil vorher war es unsere berühmte 7x7, unsere 49 Jahre war der Durchschnitt. Oder weniger. Das sind symbolische Bilder, hat nichts mit chronologischer Zeit zu tun. Es ist eine Matrix, die vollkommen statisch ist. Und ich sage jetzt zu dir, dieses Loslassen, du musst nichts tun, du solltest dich bloß nicht dagegen wehren, dass es passiert. Ja. Und vom ersten Mal hat man Angst. Es ist nur das erste Mal sterben, wenn du wüsstest, wie oft ich schon gestorben bin. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, ich bin Saint-Germain. Der heilige Germane, Germain, der Geist, der Reisende, der in der Fremde übernachtet, GR, der geistige Kopf, in dem sich alles abspielt, und das ist Main, das ist vom Nicht-Existierenden, und das ist das rote UPE-Layum. Jetzt kann ich auch wieder sagen, das sind zwei Pixelmännchen, die nicken. Das ist ein Geist mit zwei verschiedenen Programmen, die jetzt auf unterschiedliche Weise, aber trotzdem in einem gewissen Maß dasselbe gehört haben. Weil sie Holofilling beherrschen. Und du hast da Dauergrenzen. Ritter sagte mir, ich renne mit den Dauergrenzen rum. Weil jedes Ding, das du, jeder Artikel, jede Autonummer, die du anschaust, du kannst gar nicht mal anders, dass du im Hintergrund eine tiefere Ebene siehst. Das ist ein Zustand, dass auch wenn in dir auftaucht, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht oder Lügen haben kurze Beine, du nicht eine Sekunde an einen Krug oder an Lügen denkst, weil du sofort auf der Metaebene bist. Genau. Und wenn du noch tiefer einsteigst in die Sprache, in die dritte Ebene, dann ist es eh alles ganz anders. Ja, genau. Jetzt ist es genug. Ja. Danke. Mir, danke, danke. Ich bin nochmal müde. Ich sage, ich erkläre dir das auch, bis dir Blut aus den Ohren rausläuft. Aber da muss einer zumindest ein bisschen angefixt sein. Die Neugier auf Holofilling ist die Neugier auf sich selbst. Auf das, was man selbst ist. Genau. Was du im tiefsten Innern bist, du bist Liebe. Ja. Weil du ich bist. Rote Liebe, allumfassende Liebe. Das ist es. Und nur diese rote Liebe ist ewig. Dieser rote Geist ist ewig. Dieses rote Licht, die Lampe im Projektor, die nicht flackert, die aber die eigentliche Ursache ist, die Wurzel für die Schatten, genau. Die projiziert. Ich wünsche noch einen schönen ewigen All. Heute, ein schönes Heute. Ein schönes ewiges Heute. Danke, danke. Und tschüss.